Jetzt schauen wir mal, wie sieht es jetzt aus? Du und da? Jetzt passt. Los, erzählen wir das nochmal. Pass auf, wir haben doch über den Koran gesprochen, über diesen Vers 18 in der Sure 45. Und da hat es geheißen, folge nicht den Neigungen derer, die zu wissen glauben. Sinngemäß jetzt. Das war im Vers 18 gestanden. Und das hat mich dann immer noch weiter verfolgt. Und dann ist mir eine Bibelstelle eingespielt worden, die kommt bei Mr. Bill vor. Und da heißt, wer Wissen vermehrt, vermehrt auch Sorgen. Und diese Bibelstelle, die steht bei Prediger in Kapitel 1, auch in Vers 18, vertritt genau das gleiche Prinzip, nur mit einer anderen Formulierung, nämlich in der Negativformulierung. Wir müssen es erst einmal klar machen. Ich sage, alles ist synchron. Die große Erkenntnis ist, du kommst nicht weiter, wenn du geistlos nachplapperst. Du baust Vorstellungen auf und normale Menschen, die wir uns jetzt ausdenken, sind erst einmal Gedanken. Das heißt, ich weise immer wieder darauf hin, auch jetzt vorneweg, ich erkläre es dem Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, der seine Welt ausdenkt, der sich selbst als Trockennasenaffe ausdenkt, aus sich herausdenkt. Und dieses Innerste, dieser Punkt, den wir uns jetzt ausdenken, ist nicht der Punkt, von dem ich rede, sondern das ist das absolute Nichts, der Urknall, bevor er geknallt hat. Und jetzt ist es ein Dasein-Müssen. Und jetzt wollen wir zuerst einmal das Wort Wissen reduzieren. Wissen ist das, was im Moment existiert. Du kannst immer nur das wissen, was unmittelbar jetzt da ist. Und in dem Moment, wo ich das jetzt, wie lange dauert das jetzt? Und da musst du schon ein Zeitfenster aufspannen. Das eigentliche Jetzt ist ein Nichts. Wir gehen da gleich drauf ein. Und in dem Moment, wo ich ein kleines Zeitfenster aufspanne, wie ich das nenne, ich muss vor mir eine Vorstellung hinsetzen, dann spannt sich was auf. Ich kann jetzt hier wie ein Spot das vor mich hinstellen, wie ein Bild oder wie einen dreidimensionalen Raum, dann mit unserer VR-Brille. Aber rein gedanklich ist es so, dass das immer Momente sind. Und jetzt haben wir ja MOM, haben wir schon diese zwei Gestaltwährungen, die um sich herum kreisen. Jetzt kriegst du diese Transversale, wo man sich ganz leicht merken kann, dass der Bereich, dieser höhere geistige Bereich, von dem ich dir jetzt was erkläre, den kannst du ganz leicht fassen, indem du dir wieder sagst, ich bin ein Computer. Das, was ich existierend erlebe, existiere, heraustritt, wo treten eigentlich die Bilder heraus, die ich auf dem Bildschirm sehe? Aus der Datei im Arbeitsspeicher. Genau. Die Datei im Arbeitsspeicher wiederum ist eine kleine Facette, die ich aus der Festplatte hole. Das ist diese Hierarchie. Jetzt können wir noch tiefer gehen bis ins Internet. Was ich auf der Festplatte habe, die Filme, die hole ich mir aus dem Internet. Das ist aber, dass ich umso mehr ich nach unten gehe, umso komplexer wird das Ganze. Aber es wird im selben Moment auch das Gegenteil immer mehr zu nichts. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich immer wieder darauf hinweise, dass die Bilder, die du hast, sind Einzelmomente. Mom, es taucht was auf, der nächste Gedanke, der nächste Gedanke. Und all diese Einzelgedanken, wir bleiben jetzt nur beim Film, es ist einfach, du hörst es so oft, wenn du Anbahnungen die anhörst, Selbstgespräche anhörst. All diese Momente, die jetzt auftauchen, sind auf der Datei, alle gleichzeitig. Sämtliche Geräusche sind gleichzeitig. Das ist unser Bücherregal, unser Buch, das ist immer wieder dieselbe Metapher im Hintergrund. Und jetzt ist Wissen, ist erst einmal, du kannst nur das wissen, was jetzt da ist, was existiert. Und dann mache ich ein Zeitfenster auf oder ein Raumfenster auf. Wenn du jetzt zum Beispiel hier in den Raum reinschaust, vor dir den Monitor und den Hintergrund anschaust, habe ich so darauf gesagt, dass du zwar hier einen größeren Komplex aufmachst, aber Schärfe ist nur, wenn du dich auf einen Punkt fokussierst. Das andere verschwindet in der Unschärfe. Das sind jetzt schon gewisse Begriffe aus der Physik. Das ist erst einmal viel Wisserei als Ding an sich, ist erst einmal Wissen, wo das viele Wissen liegt und das viele Wissen liegt in der Einheit dieser Datei, wenn man einen Film anschaut, und alle Bilder, die aus dieser Datei herausgerechnet werden, werden aus der Datei nicht entnommen. Das heißt, das Abspielen des Films verändert nichts an der Datei selbst. Das wird nur herausgespiegelt. Viel Wisserei ist ein Phänomen von Chat. Wir nennen das Chat, dieser hebräische Buchstabe 8 steht für eine Kollektion. Kannst du lesen und schreiben in Deutsch? Sagst du ja. Das ist das Chat.
Das ist ein Und. Das jetzt, was in dem Ordner alles drin ist, ist alles, was du prinzipiell denkst. Was du liest, was du rezitierst, all das. Aber Wissen ist immer nur ein Moment. Du musst kleine Zeitfenster aufspannen. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und dir muss klar sein, das, was ich dir erkläre, zerstört im normalen, momentan einseitig ausgelegten Sinne deines Wortes, da ist das Stören schon mit drin, da ist so viel Zerreiß zu Form werden, was ja wieder gerade das Gegenteil ist. Die Heiligkeit wird zerstört und nicht zerstört durch Denken. Denken ist eine geöffnete Existenz, das hebräische Wort DN ist Urteilen und Kennen ist das Fundament. Und da komme ich jetzt gleich, dass prinzipiell das Ganze dimensionslos ist. Jetzt müssen wir zuerst mal wissen, was ist eine Dimension. Gut, und jetzt wird es ganz interessant. Eine Dimension, das steht eigentlich ganz in der Vordersprache schon da, wenn wir das Wort uns anschauen, was du feststellen, wir können das vielfältig auslegen, aber wenn wir zuerst einmal in dem Urbegriff bleiben, der Dimension, dann hast du zuerst einmal das DI. Ich gehe mal ganz kurz rein und lass das laufen. Ich tue meinen Bildschirm übertragen dazu. Ich hoffe, das haut schön hin. Ach, dann machen wir hier einen kleinen Moment. Ich hole mal den Visionary, den benutze ich normalerweise nicht. Da müsste man den eigentlich. Die Vorsilbe DI. Ja. Das ist eine alternative Schreibweise für dis und für dir. Das heißt auseinander, wenn man das hier in der Bedeutung auseinander zwischen zer und un. Oder in Form, das ist dis, oder in Form vom dia, das griechische dia dann, durch, hindurch und auch auseinander. Die Diagonale ist eine auseinandergeschmissene Ecke. Und hat dann immer zwangsläufig, sobald wir was auseinander schmeißen, wird es zweifach. Wir haben ein rechts, ein links, ein oben, ein unten. Okay, hier dis, end, zwei. Hochinteressant. Die Vorsilbe end weist erst einmal darauf hin, dass wir uns was vorstellen. Schau das kleine Bild unter, nämlich zwei. Die wir dann wieder end 2 machen. Ja. Darum haben wir auch das Dia. Und durch dieses Spiel wirst du hindurchgehen. Interessant. Jetzt pass auf. Das nächste Wort, die heißt auseinandergeschmissen und dann kommt mens. Und das ist Denken. Das ist erst einmal der innere Sinus. Ich könnte jetzt lesen, das Bewusstsein Gottes, SI rot und die zwei Existenzen, die du aufschmeißt, weil du die auseinanderschmeißt. 50-50 kriegen wir wieder 100 und das ist die Affinität der Affe. Denke und Ausgedachtes, der träumende Geist, die Gesinnung, das Innere als Seele und Herz, das mahnende Innere der Geist, Mens, Mentor, 4 heißt öffnen, die Gedanken. Gedanken, ja. Mens wird normalerweise überbegriffen mit Denken. Hat was mit Geist zu tun. Die Mensa ist jetzt theisch. Erscheinungen, die praktisch in Erscheinung reden. Die Mensa, das führt uns dann zum Essen. Und Essen lateinisch wiederum ist das Seiende in Bezug auf blau gelesen, auf existieren. Die Mens, das heißt, hast du mal auseinandergeschmissenes Denken, ein auseinandergeschmissener Charakter, eine Sinnung, der Sinn, da hast du den Sinus schon mit drin, mit zwei Existenzen. Und jetzt ist immer wieder unser Spiel mit dem Sinn, die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die nichts geht, bevor du nicht zum Denken anfängst, ist auch keine Information da. Und jetzt kommt das Ion. Und dieses Ion ist natürlich, das findest du in Wörterbüchern fast überhaupt nicht. Ich mache jetzt einmal folgenden Trick. Wenn ich jetzt das Ion hier, ich muss, weil die Griechisch hat viele Umschriften, wenn wir das Ion eingeben, was hier in dem klassischen Wörterbuch drin ist, das bringt nicht viel, weil Ion, und jetzt gehen wir mal hier, die klassische, das heißt ein in Bewegung gesetztes Sein. Ich habe oft darauf hingewiesen, wo das ganz perfekt erklärt, was in einem Platon-Dialog. Die muss man wirklich im Original lesen. Okay. Da geht es über die Sprache und da wird ganz darauf hingewiesen, dass dieses Ion ein in Bewegung gesetztes Sein ist. Wir schauen uns das einmal hier, das ist sehr hilfreich, wenn man das jetzt hier versteht.
Da kommst du auch nicht weiter, aber pass auf, du kommst dann doch weiter. Wortrennung Ion, Nominativ, Singular, Neutrum, des Partizipi, Präsens, Aktiv, des Verbs Eimi. Okay, pass auf, wir springen da jetzt mal rein, du wirst gleich merken, wo wir jetzt da hinkommen. Das klingt alles so kompliziert. Da geht jetzt attische Prosa, bla bla bla, Eimi, Intransiv, wenn du das jetzt reingehst. Kleinen Moment, wo wollte ich hin, homerischen eben. Und zwar ist eigentlich ergänzt. Das müsste ich dir jetzt alles erklären. Somit das Verb, und das ist eigentlich jetzt die Grundlage, und jetzt kriegst du ein Losgehen, ein Losfahren, ein Herumgehen, ein Herumlaufen. Im Bons, glaube ich, wird auch eine Bewegung ausgedrückt. Mhm. Herumlaufen, herumgehen, sich an einen Ort bewegen. Ach, ja. Immer hier und jetzt in der Transversalen. Das ist also prinzipiell hier in Kritalion, glaube ich, oder Kritalius, wie der Dialog von Platon, wird ganz über die Sprache eingegangen. Ich habe den einige Male angesprochen, und da ist das Ion ist ein in Bewegung gesetztes Sein. Und jetzt sind wir bei der Dimension. Ein auseinandergeschmissenes Denken setzt dich in Bewegung. Ich setze mich in Bewegung. Das ist dieses kleine Spiel, wo ich immer wieder sage, dieses in Bewegung setzen, setz dich hin und geh im Gedanken durch deine Wohnung. Was machst du dann? Mit jedem neuen Gedanken, wo du denkst, tauschst du Bilder aus? Geh mal wieder zurück zu uns. Jetzt schaue ich aber, dass ich ihn diesmal nicht ausschalte. Dann beenden. Jetzt müsst ihr mich wieder haben. Das heißt, ich denke mir jetzt, ich sage, schließe mal deine Augen. Jetzt stell dir vor, du bist jetzt, stehst auf, dann gehst du ins Wohnzimmer, du gehst ins Schlafzimmer. Du hörst Worte. Jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Und wenn du darauf dich einlässt, auf die Worte, die übrigens aus dir selber kommen, wer spricht jetzt eigentlich zu dir? Jetzt könnte ich wieder sagen, das Pixelmännchen, der Lautsprecher, an die Dinge hast du jetzt nicht gedacht. Du hast nur Worte gehört und es waren deine Informationen und du musst dich vollkommen davon lösen, dass du glaubst, es kommt irgendwas von außen. Halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Das heißt, du musst komplett überwunden haben, dass wenn du an dich denkst, dass du dann ganz gezielt an den Körper denkst, an den du denkst, wenn du an dich denkst. An den darfst du selbstverständlich noch denken. Aber es ist ein Gedanke, wie jeder andere Gedanke auch. Es ist einfach eine Information, verbunden mit einer extremen sinnlichen Wahrnehmung, wenn du jetzt diesen da hier machst. Aber das existiert nicht, wenn du es nicht denkst. Es gilt für den von dir ausgedachten Körper, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast. Und das ist hundertprozentig sicher dasselbe wie für jeden anderen Gedanken auch. Er existiert, solange du ihn denkst. Gleichgültig, ob das jetzt wirklich ein bewusster Gedanke ist, wo du feststellst, das ist, weil ich es denke, das grüne Maßmännchen, der Osterhase, die Erdkugel. Ja, ja. Das sind alles nur Informationen, die existieren nur, wenn du sie denkst. Und dasselbe gilt auch für jede sinnlich wahrgenommene Information. Jetzt kann ich sagen, jetzt denk an deinen Kopf und dreh den Kopf um 90 Grad nach rechts, nach links oder schau nach oben. Dann tauscht sich deine sinnlich wahrgenommene Information aus. Aber die Sachen existieren auch nur, wenn du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Ich weise immer wieder darauf hin, ich arbeite mit dem, was hundertprozentig sicher ist. Ich, Geist. Bist du schon ich. Und jetzt in den Glauben in sich tragen, dass das, was ich mir denke, auch dann da außen ist, wenn ich es nicht denke. Oder Sachen, die ich jetzt mir in die Vergangenheit denke, dass die in der Vergangenheit schon war, bevor ich sie gedacht habe. Du wirst irgendwann mal wirklich verstehen, was das ewige Hier und Jetzt ist. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Und dann ist alles ganz anders. Aber dazu musst du zuerst einmal wirklich im tiefsten Inneren akzeptieren, dass du jetzt ein träumender Geist bist. Cut, der bist du natürlich nicht, du bist der, der sich jetzt einen träumenden Geist ausdenkt. Genau. Aufgrund dieser Worte, die deine Informationen sind, das hat nichts mit irgendwas zu tun, das von da außen kommt. Halt das erste Gebot und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von dir selbst. Ich habe mir bei diesen Geboten was gedacht. Und mit ich meine ich jetzt selbstverständlich nicht den Gedanken Udo, den du jetzt vielleicht denkst. Und halt das zweite Gebot, mach dir kein Bild von irgendetwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und jetzt, wenn ich nochmal sage, das Bild hebraisiert, heißt schlichtweg im Kind, Beilet. Und die Beilet-R im Kind erwacht, im Kind erweckt. Du bist ein träumender Geist. Es weiß deine Welt nicht. Nicht das Geringste von dem, was ich dir erzähle.
Aber was ist deine Welt? W, doppelt aufgespannt, IED, ein B-Randopfer, ein polarer Rand. Man müsste sich mal Gedanken machen, wieso in dem Opfer, im Schöpfer auch das Wort Opfer drin steckt. Schin, Öpfer, Opfer, die zwei Pünktchen wegmachen. Dann opferst du die zwei, diese Welt. Es war deine tiefe Physik und das Wissen. Wir sind Wissen. Wissen kannst du immer bloß das, was existiert. Nur das, was existiert, kann wahrnehmbar sein. Etwas Nicht-Existierendes ist nicht wahrnehmbar. Und jetzt kommen wir in den ganzen Wahnsinn und ich springe jetzt ganz kurz, ich schalte jetzt da nochmal das ein. Da will ich dir mal zeigen, wie tief das noch geht. Und zwar mache ich als erstes unser letztes Update. Da springen wir mal in den hier. Das ist natürlich hier, das schreckt viele ab, aber ich sage, ich kann nicht immer bloß Kinderkack machen. Ich wiederhole das eh tausende Male. Wenn man mal die Grundlagen hat, wird das sehr interessant, was ich zum Beispiel hier nicht dazu schreibe. Und zwar denkst du schon selbst oder rezitierst du nur? Das habe ich jetzt blau geschrieben und nur hast ein flackerndes Licht. Der Gedanke an dich selber ist ein flackerndes. Dein Körper taucht auf oder du, wenn du an dich denkst, auch wenn bloß der Gedanke an dich selbst da ist, der existiert nur, wenn du ihn denkst. Das hat was mit einem Tier zu tun. Oder bist du schon ein, das hebraisiert ein nicht existierendes Selbstbewusst, er, frei. Einzeln der Kopf des Schöpfergottes. Das ist hier unser Rei, der Kopf des Schöpfergottes. Oder, blau gelesen, eine Ratio, eine berechnete Schöpfung deines Intellekts. Das ist, wenn du an dich denkst, denkst du an deinen Körper. Wer zwingt dir das auf? Im Anfang war das Programm dein Schwamminhalt. Aber schau dir das jetzt einmal an, was hier ist. Da haben wir einen Totalwert von 211. 200 ist ja der Kopf, ist die 200. Und die 11 Ei heißt nichts. Der Kopf ist nichts. Ja. Jetzt ist aber die Ratio, der äußere Wert, die Ratio, also die 200, der blaue Kopf. Und da kann man uns das AI, ist eine Schöpfung deines Intellekts. Weil wir haben ja die zwei Seiten, die Schöpfung eines Intellekts oder der Schöpferkopf. Darum heißt es auch eine Insel, eine Kiste, nicht un und heißt wo. Doppelt aufgespannt kreisend. Ja. Und das ist jetzt, die Insel ist ganz interessant, weil ich immer wieder sage, wenn wir uns jetzt ein Meer denken, ich habe da oft darauf hingewiesen und wir denken uns das dann mal symbolisch, das was immer ist, El Hayom, Gott das Meer. Dann haben wir unseren Wasserspiegel und das überhaupt, was wir jetzt den Raum nennen. Was passiert jetzt, wenn eine Welle auftaucht? Schauen wir ganz kurz auf das Bild. Ja. Wir schmeißen praktisch die erste Form. Ein Wellenberg ist ein Berg aus Wasser, der in dem Raum erscheint. Aber im selben Moment, wo das auftaucht, muss das unten fallen. Ja. Das ist wie wenn ich was herausklappe. Das ist eine sehr, darum ist es eine Insel auch. Okay? Und jetzt pass auf, das wollte ich jetzt gar nicht erklären, das kannst du nämlich jetzt spiegeln. Du kannst dann immer wieder reinschauen in dem ganzen Spiel, dass das sehr, sehr tief geht. Mit jedem Wort kannst du dich ewig beschäftigen. Und was mir wichtig ist, ist jetzt hier die 1919. Und jetzt habe ich hier einige, ich sage immer 19 rot symbolisiert, einen bewussten göttlichen Spiegel. Die rote 9 und blau zeigt intellektuelle Spiegelungen. Und jetzt habe ich hier einfach mal einige Wörter in dieser Kombination innen, außen, 19. Das ist zum Beispiel, in ihm ist eine intellektuelle Schöpfung. 19, 19. Dann haben wir hier den Udo, da gibt es eine eigene Schrift davon, die kann man sich raussuchen. Wenn ich jetzt in das Japanische gehe, der göttliche Schöpfer, Pen, heißt ein Aspekt. Ja. Unser Panim, Penim, die zwei Aspekte, die scheiß Gestaltwerdung. Ist der Oberbegriff für alle japanischen Kampfkünste. Das heißt Karate, Jiu-Jitsu, Aikido, bla 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 bla. Die ist hier jetzt erst einmal Oberbegriff Judo, ist in dem Budo. Wer die absolute geistige Dimension seines wirklichen Wissens und seines bewussten Daseins erreichen, das können wir jetzt mit AI schreiben, will, muss Budo und dessen Holo-Feeling verstehen. Das ist der Oberbegriff. Verweise ich auf in den Offenbarungsschriften, findest du da eine Schrift über Budo. Da wird sehr genau darauf eingegangen, was das bedeutet. Das ist eigentlich eine Geisteswissenschaft. Ja. Dass man dann einen Sport draus macht, das ist ja wieder voll raumzeitlich gedacht. Dann ist es hier das Wort Fremder, die Goi.
immer dasselbe Spiel. Wobei dir klar sein muss, dass hier das Goi ist der Geist und ein aufspannender Intellekt. Ich kann auch das J am Ende, heißt es immer mein Inneres und meine Rückseite. Gibt es in der Kabbala schöne Sachen. Dann haben wir hier das, was dich einhüllt. Im Geist ist der geöffnete Intellekt. Das Rot-Blau-Lesen ist sehr hilfreich, du wirst merken, das stimmt nämlich immer. Aber was ich dir jetzt eigentlich zeigen wollte, wir springen hier jetzt bei 1919 rein und hören wir nochmal genau zu, was der jetzt sagt. Den hören wir uns nochmal ein länger an in dem Video. Schön, dass das in einem... Der Ton ist da, oder? Ist da. Im Video noch gesagt wird, ja, ich habe einen Vortrag gehalten auf dem Kongress für integrale Politik im Sommer 2012 und da habe ich auch schon gesagt, dass die angebliche Entdeckung des Higgs-Teilchen. Und da war ich natürlich froh, dann auch bei anderen kritischen Physikern zu lesen, dass die das auch so ähnlich sehen. Also es gibt das in die Elementarteilchenphysik, die ein einziges großes Fantasiegebilde ist. Nicht nur die Elementarteilchenphysik, auch die Newtonsche Physik. Ja. Das heliozentrische Weltbild sind Fantasiegebilde. Es sind Sachen, die können nicht entdeckt werden. Denk an meinen Schwamminhalt und jetzt setzt du bist ein Computer. Ich kann dir ein gewisses Wissen in Arbeitsspeicher reinspielen. Ich sage immer hier die chronologische Sichtweise, mein Schwamminhalt, während du groß warst, in der Schule, im Elternhaus und Schule, saugst du dich voll mit Wissen deines Umfelds. Das ist jetzt ein chronologisches Beispiel. Die Chronologie musst du unbedingt überwinden. Wenn du ein Computer bist, kriegst du auf einmal dieses Programm im Arbeitsspeicher. Und dieses Wissen in deinem Arbeitsspeicher, das heißt, dein Intellekt bestimmt die Bilder, die dann in dir, in deinem Bewusstsein in Erscheinung treten. Zu entdecken gibt es da nichts. Es ist angelesenes Wissen. Das ist jetzt auch wieder übrigens ein Laberermeister. Er macht das ganz, ganz toll. Er ist sehr kritisch, aber egal, wenn er den Mund aufmacht, er sagt dir, wo er das gelesen hat und wer das vorhin entdeckt hat und wer das geschrieben hat. Das ist eine geistlose Rezitiermaschine. Das ist kein Philosoph, der selber philosophiert. Wirkliche Philosophie, die Suche nach Weisheit ist, wenn du selber zum Denken anfängst. Dass du nicht nur nachäffst und in ein Riesensammelsurium von Meinungen kommst. Das sind unsere Perspektiven. Wenn ich so Sachen mache hier mit Dachionen, unsichtbare Teilchen, die menschliche DNA, die so unvorstellbar klein ist, dass du sie nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop siehst. Schau dir ein Krimi an, schau dir irgendwas an, die gibt es doch da außen. Die können doch im Labor sofort überprüfen, von wem diese Haarschuppe oder diese Hautschuppe ist anhand einer DNA-Analyse. Wenn du mal wirklich denken würdest, wirst du merken, es sind alles Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen, deines Traums. Das hat ja der sehr intelligent, der Alexander Unziker, immer wieder rausgearbeitet, ja, also in seinem brillanten Buch auf dem Holzweg durchs Universum. Es ist ja ganz einfach, das zu widerlegen. Das ist aber dann alles Nestbeschmutzer. Aber er macht nichts anderes. Der Unziker, wenn du liest, macht nichts anderes wie er. Sie weisen immer wieder auf irgendwelche andere hin. Du wirst irgendwann einmal den Mut haben müssen, dass du dich selbst zum Anfang machst. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Existieren eigentlich Neandertaler, wenn du nicht an Neandertaler denkst? Was unterscheidet Neandertaler von Donald Duck, von Mickey Maus und grünen Mastmännchen? Es sind Sachen, jetzt hörst du Worte und du machst mit diesen Worten Vorstellungen. An was denkst du, wenn du an Mickey Maus denkst? An der Zeichentrickfigur? An was denkst du, wenn du an Neandertaler denkst? An Albert Einstein denkst? Es sind einfach nur Worte und diese Worte lösen in dir Wissenselemente aus, in Maßsetzung, so wie du programmiert bist. Da kann ich als Udo sagen, wenn man dir in Elternhaus und Schule erzählt hätte, dass der Albert Einstein ein großer Bäckermeister wäre, der den Einstein-Striezel erfunden hat, dann würdest du bei dem Wort an einen Bäckermeister denken. Das ist hundertprozentig sicher. So, und wenn wir da gerade dabei sind, schauen wir uns den nochmal an. Und zwar hören wir jetzt einmal hier, das ist ja interessant, das ist ab 1919, ja. Und du wirst jetzt genau merken, dass dieses 1919, da ist ein göttlicher Spiegel mit intellektuellen Spiegelungen. Das bedeutet das Rot, der göttliche Spiegel und seine intellektuellen Spiegelungen, das sind Vorstellungen. Das ist dieser ständige Wechsel von Bildern. Ob ich jetzt selber aus einem Buch was raus, wo hast du das her, oder ob ich aus einem Video was rezitiere. Du wirst wie ein Hamster in einem Laufrad immer wieder dieselbe Scheiße wiederholen. Du kommst aus dem Gefängnis nicht raus, wenn du nicht irgendwann einmal selber zum Denken anfängst. Und es besteht darin, dass du dir einfach bewusst machst, was ist jetzt eigentlich da? Und wo kommt es her? So, und jetzt könnte ich sagen, jetzt denk an deinen Körper,
schließ die Augen und grübel einfach über irgendwas nach. Existiert eigentlich dein Körper noch, wenn du nicht mehr an deinen Körper denkst? Ich habe immer auch das schöne Beispiel mit, warum siehst du was? Weil jeder normale Mensch programmiert, sondern was ist das für eine blöde Frage, weil es jetzt hell ist, weil ich wohin schaue. Ist es eigentlich noch hell, wenn du nicht an hell denkst? Ja, selbstverständlich, sonst würde ich ja nichts sehen. Das ist so geistlos nachgeäfft. Du weißt, wenn ich immer sage, wir drehen das einmal rum. Jetzt normal gesprochen, du machst deine Augen zu, dann wird es finster. Dann schaust du mal genau das Finster an. Du machst dir bewusst diese Finsternis, die du jetzt bei geschlossenen Augen siehst. Mach das, wenn du im Bett liegst. Schon solche Sachen, wenn du im Bett liegst. Hochinteressant. Du wirst dich wundern, was diese Worte wirklich bedeuten, wenn wir die genauer anschauen. Diese Worte lösen aber in dir jetzt eine ganz klare Sache aus, nämlich der Gedanke an deinen Körper, wo du dir jetzt denkst, heute Abend oder ich lege mich jetzt dann irgendwie ins Bett. In der Zukunft kannst du dich nirgends hinlegen, weil in der Zukunft nichts passiert. Das kann man ganz leicht überprüfen. Alles, was in dir auftaucht, taucht jetzt auf und alles, was jetzt da ist, wird jetzt auch wieder vernichtet. Das ist dieses Spiel. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das musst du akzeptieren. Es gibt nur dich und deine Informationen. Und jetzt wirst du schon zu einem ausgedachten Geist, und träumenden Geist, der auch vergänglich ist, weil auch der existiert nur, wenn du ihn denkst. Ich habe das so oft gesagt, die Synthese von beiden ist was anderes. Und jetzt pass auf, jetzt schauen wir mal hier, aus demselben Video springen wir jetzt einmal in die 3026 rein. Und bevor wir das loslaufen lassen, ihr könnt ja jeden einzelnen Satz extrem kommentieren, aus jedem Video, wo du hast. Und zwar schreiben wir das jetzt einmal eigenartig, wir machen die 30, das ist ja die Vorsilbe dieses Lamed im Hebräischen, ja. Als Präfix heißt zu, hin, hinzu. Und da machen wir unser 26, machen wir mal das JHWH. Das wäre jetzt zum Beispiel 30, 26. Das ist jetzt hier übrigens, wenn diese Stelle vorkommt im Dennach, wir können die ja mal aufrufen, dann wird es so übersetzt von der Itzhak Luria Akademie. Da hast du jetzt die Vorsilbe zu, für wieder auf, und jetzt steht hier schon JHVH, JHWH. Ah, das heißt, das kommt zu Jahwe. Das kommt zu Jahwe, zu hin zu Jahwe, zu wieder vier. Jetzt ist auch von Jahwe, das ist nämlich interessant, weil Li alleine gelesen heißt zu mir, kommt HWH. Und HWH, ich zeige es dir mal schnell, Li. Also dieser Begriff im Hebräischen, mir, für mich, zu mir kommt etwas. Was kommt zu mir? HWH. Das ist wie ein Berg, wie ein Dal. Das sind die zwei Seiten, die ersten zwei Seiten. Jetzt kriegst du einen B-Sitz. Das sind zwei und du sitzt genau in der Mitte zwischen den zwei. Du, all. Schau um das kleine Bild an. Ja, ja. Und das ist deine Gegenwart. Diese Gegenwart. GG, wissen wir, heißt Dach, ausgedacht. Jetzt sind wir in der Ecke und als 33 gelesen, es ist die Welle und die Haufe. Eine Haufe, die ich auf. Habe ich dir gerade erklärt mit dem Wasserspiegel. Wir schmeißen eine Haufe auf und dann kriegen wir unten ein Gegenteil. Diapositiv, diapositiv. Wieso ist das Kapital? Weil das jetzt ein Tod bringen, nicht negativ lesen. Tod lateinisch. Das ist ganz Tode, Tod. Tod, so viele. Genau. So viele ja, Gedanken, die tauchen jetzt in dir auf. Das ist also schlichtweg, das ist jetzt, tauchen unendlich viele in dir auf. Das ist das Kapital in deiner Gegenwart, das ist der Besitz, die ganzen Wellen und die ganzen Gedankenwellen. Und diese aufgespannten Existenzen sind dein Glück, da haben wir schon so geil. 30, 33, 33, die Welle. Und das ist DR. Ver, zwei Bistabel erweckt. Denk immer bei dem V, kann hell sein, kann dunkel sein. Das ist, wenn du V hinstellst, diese einfache Metapher in unseren Waff. Das ist immer diese Zeichen, und wenn man unten hier unter diese Tabelle hinschaut. Das Waff im Hebräischen ist ein W, als ein W, ein V, ein O und ein U. Das sind diese, und wird auch noch als B übersetzt aufgrund der Polarität. Das heißt, es kann doppelt stabil sein, doppelt aufgespannt. Es kann bistabil sein, das ist das V. Denk dir, du stellst jetzt das hin, dieses V, dann kippt es nach rechts oder nach links. Das ist der Zustand, es ist entweder hell oder es ist dunkel. Das Kreisen ist das, was ich beschreibe, das wäre das O, und das U ist dieses Schwingen. Das ist wie ein Schaukeln.
Das ist, wenn du zum Lügen anfängst. Als Kind. Das ist unser englisches Lie. Darum heißt das Lie im Englischen, ich zeige es dir nochmal, die Lüge. Ich arbeite mit allen Sprachen gleichzeitig. Das ist wichtig. Dieses englische Lie ist einmal liegen, herumliegen, bla bla bla, jemanden anlügen, Lie. Es ist aber auch die Kindslage. Und was macht ein Kind? Es dreht sich nach links und dann dreht es sich nach rechts und dann dreht es sich wieder nach links. Da hast du die Wiege schon mit drin. Mhm. Dieses Geschaukel. Okay. Mhm. Der Jakob, der zum Hinken anfängt. DR, wissen wir, heißt Generation von Ballonexistenzen. Und das ist jetzt kapitalisierend, weil das Todbringend, das bringt unendlich viele Gedanken. Das Negative oder Positive, es gibt kein Negativ und kein Positiv. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Okay, das ist jetzt einmal hier, dass wir da nicht so weit ausholen. Wir springen jetzt in die 3026 rein. Ja. Und dann schauen wir mal, was er jetzt erzählt. 1 durch R Quadrat, also die Radialität, das inverse Quadrat. Das ist einmal eine Radialität, ist das von einem Zentrum heraus, wenn ich es immer so mache, schau das kleine Bild an, du bist das Zentrum und du setzt dich jetzt zuerst einmal auf die Oberfläche einer Sphäre, einer Kugel. Das ist das, wo unser letztes Selbstgespräch abgerissen ist, weil ich es ausgeschalten habe. Genau in dem Ding, wo ich sage, du fällst in einen Punkt, wenn du das machst. Wenn du genau hinschaust, die letzte Sekunde gehe ich hin und schalte das Gespräch aus. Und dann wollte ich Folgendes erklären. Ich habe zwei Metaphern. Das ist einmal unser Sternwerfer. Aus einem Sternwerfer spritzen Funken heraus. Und wenn du das genau anschaust, jeder dieser Funken, der jetzt dieses absolute symbolische Zentrum verlässt, schau bitte das kleine Bild dazu an. Ich will nicht umschalten jetzt. Wenn du den genau anschaust, springen aus dem Funken wieder Funken und aus den Funken springen wieder Funken. Das ist die Struktur von dem absoluten Mittelpunkt und peripheren Mittelpunkte, die immer wieder, wo du dich reindenkst, das kannst du jetzt schon im Gedanken machen. Du kannst dich jetzt in Gedanken zum Beispiel in dein Badezimmer stellen, du kannst dich in deine Küche stellen. Und dann stellst du dich in die Zentrum deiner Küche. Du bist immer das Zentrum des Raums, der dich einhüllt. Aber das ist immer hier und jetzt. Und dann schaust du nach Norden, du schaust den Herd an, du drehst dich rum und schaust, was auf der anderen Seite ist, du schaust zum Fenster hin, dann schaust du, was auf der gegenüberliegenden Seite ist oder was oben ist, was unten ist, schauen. Jetzt kannst du Wisch und Weg machen und du machst dasselbe, du stellst dich ins Schlafzimmer, dann stellst du dich auf den Marktplatz deiner Heimatstadt. Du kannst es immer nur hier und jetzt wachrufen und immer nur eine Facette anschauen. Das ist der Sternwerfer, die auseinanderplatzen. So gehst du hier in eine winzige Struktur. Du denkst dir jetzt ein Universum, das in eins gekehrte aus und dann denkst du dir aus den vielen Galaxien eine Galaxie, aus den Galaxien ein Sonnensystem, aus dem Sonnensystem irgendeinen Planeten. Jetzt sind wir schon wieder, der Planet ist eigentlich zuerst als der Punkt zu betrachten. Du bist immer der Punkt und dann setzt du dich zuerst einmal auf die Sphäre dieses Planeten und dann haben wir nur eine Zeitachse und so fokussierst du dich in eine unendliche Struktur hinein, bis Bilder auftauchen. Mhm. Das ist die eine Metapher. Wir können das rückwärts laufen lassen. Dann sind aus nichts, aus einem unendlichen Nichts, entstehen kleine Lichter, die immer in ein Zentrum zusammenfallen und diese Zentren wiederum sind kleine Lichter um noch ein Zentrum. Jetzt lassen wir das nur rückwärts laufen und es fällt wieder ins Urlicht zurück. Und die zweite Metapher ist die mit meinem, die Kugel, der Luftballon, wo ich sage. Du hast jetzt die Möglichkeit, ich mache jetzt das von dem letzten Selbstgespräch eins weiter, du hast die Möglichkeit, dir eine Kugel vorzustellen. Da machen wir Punkte drauf. Und ich sage, egal welchen Punkt du jetzt anfokussierst, das ist der Mittelpunkt von der Oberfläche dieser Sphäre, von der Kugeloberfläche. Ja. Und wenn du jetzt einen Punkt anfokussierst, aber jetzt drehe ich das einmal rum, ich sage, du bist das Zentrum dieses Luftballons. Du bist eingehüllt in einen Luftballon, der hat eine gewisse Größe. Und auf den Luftballon sind Punkte drauf, die siehst du von innen genauso. Wenn du jetzt einen dieser Punkte anfokussierst, hast du drumherum auch, also das Zentrum dieses Punktes anfokussierst, hast du drumherum auch Punkte. Und wenn wir jetzt die Luft rauslassen oder wir blasen, setzt das auf, wirst du feststellen, dass dieser Punkt, wenn du den aufbläst, wenn du die Mitte des Luftballons bist, immer größer wird. Das heißt, der entfernt sich und wird größer. Du lässt die Luft raus, dann wird er kleiner und kommt dir entgegen. Die Punkte drumherum fallen in Richtung dieses Punktes auf der Sphäre. Was passiert jetzt, wenn du die Luft ganz rauslässt? Dann wird der Punkt immer kleiner und dann fallen die Punkte in den ausgedachten Punkt hinein und diese ausgedachten, egal wo du dich hinfokussierst, fallen in die in einen Punkt zusammen. Das erklärt er jetzt. Das hören wir genau zu.
abgesetzt, ja, aber dass das bis in die Gestirnmitte weitergeht, dass die Gestirn letztendlich... Die Gestirnmitte? Halten wir das einmal fest. Wir müssen zuerst einmal wissen, was eine Stirn ist und was Gehequadratstirn ist. Schauen wir uns gleich die Worte an. Bevor ich die Gestirn, es geht bis in die Gestirnmitte weiter. Schauen wir uns zuerst einmal die Stirn an. Da steckt irgendwie der Stern schon mit drin. Denk an meinen Sternwerfer. An die Wunderkatze, KRS. Das ist natürlich zuerst einmal materielles Zeug, oberer Teil des menschlichen Gesichts. Da wird es natürlich interessant, der obere Teil. Wir wissen, Pen ist ein Aspekt. Und ein Aspekt, Aspeculum ist eine Ecke. Die Imendung männlicher Plural und Dual, Benim, sind zwei Aspekte. Das sind zwei Aspekte. Das bedeutet, wenn ich das Panim ausspreche, tausendfach erklärt, das sind ja Konsonanten, heißt es Gesicht, die geistige Sicht. Es ist auch die Vorderseite, was du dir ausdenkst, vor dich hinstellst. Dasselbe Wort als Penim ausgesprochen. Denk an das E-Quadrat, ist das Innere, im Innern. Und da hast du jetzt den Sinn. Und das Innere ist zwischen diesen zwei Existenzen, Wellenberg und Wellendal, vor dir und hinter dir. Indern, hinter. Dieses Penim, El Penim oder Panim El Panim ist ganz interessant. Du brauchst immer zwei Aspekte. Ein Aspekt. Und die Imendung heißt zwei Aspekte. Ich sage ganz einfach, zuerst einmal ein Wellenberg und ein Wellental. Etwas, was da ist, ein Diapositiv und ein Dianegativ, die sich gegenseitig aber vollkommen aufheben, arithmetisch. Jetzt kann ich natürlich das Nimm alleine nehmen und dann heißt, du fängst zum Schlafen an. Dieses Nimm heißt nämlich, die Phase, da bin ich schon mal drauf eingegangen, heißt schlafend. Eigentlich die Existenz des Meeres, in dem eine Existenz auf dem oder in dem, der immer ist. Du sagst, schlummern, Licht, schlafen und träumen. Was hat es mit Kapillare zu tun? Da hast du schon wieder den kaputt. Den Kopf. Ja. Ja. Das Kapital. Das wird jetzt nämlich sehr interessant. Ein Kapillargefäß ist ein sehr feiner, langgestreckter HWH-Raum. Ein HWH-Lichtraum. Da hast du dein HWH. Haben wir nicht festgestellt, gerade HWH? Ich habe das nicht vergessen. Bei mir war das schon da. Das ist deine Gegenwart. Gag-N-Wort, das von dir Ausgedachte. Ja. Gag, das Ausgedachte, vor dich hingedachte. Jetzt denkst du dir einen Spiegeltunnel aus. Das ist ein langgestreckter in der Z-Achse. Cool, ja. Spiegel. Ist natürlich, du musst jetzt wissen, wenn wir in einem Tetraederspiegel sind, ist egal, in welche Richtung du schaust, schau das kleine Bild an, hast du immer einen Tunnel vor dir. Ich mache jetzt bei dem Tunnel nur eine Vereinfachung. Und das ist ein HWH-Lichtraum. Das leitet sich vom lateinischen H ab. Jetzt musst du aber wissen, wenn wir jetzt ins Hebräische gehen, dass das Wort H auch ein Horn heißt. Ja. Und es geht dann sehr, sehr weiter. Die Haare sind deine Sichtweisen über deinen Kopf, wenn du einen Bart hast, bei den Juden. Das sind einzelne Sichtweisen, die in die Tiefe gehen. Da steckt es drin. Also wie gesagt, jedes Wort so leicht kann man sich das da nicht machen. Und dann doch wieder, weil ich mag es extrem einfach. Aber wir wollen ja in die Stirn. Das war jetzt nur das Gesicht, das war nur Panim Penim. Das Gesicht ist in dir drin und dazu brauchen wir jetzt ZWI. Das ist der Befehl, Befehl, zwei Fehlen. Die Order auf Hebräisch. Ja. Mhm. Ischen heißt schlafen und etwas vor sich hinträumen. Und das passiert in der Nasenwurzel. Okay. Jetzt muss ich natürlich wissen, was das da mal die Nase ist. Die Nase ist Abi. Mhm. Abi ist die Nase. Jetzt haben wir schon das Gesicht, die Penim, die zwei Seiten, die Nasenflügel, Lügel, das leuchtet, schau, wenn ich die Nase mache, schau, das kleine Bild dort ist schon da. Es sind symbolische Bilder. Und wenn ich jetzt meine Nase schreibe, dann kriegst du deinen Charakter. Der Charakter ist definitiv das in dich Eingeprägte. Ich kann das natürlich rot machen, die schöpferische Weisheit Gottes und das schöpferische Wissen der Intellekt. Das ist das, was du aus dir herausstellst, vor dein Penim, Panim, vor dein Penim, dein Inneres, kriegst du ein Gesicht, okay? Wir sind wohlgemerkt bei der Stirn. Aber das wird jetzt ganz interessant, weil ich sage, da steckt der Stern schon mit drin. Du wirst jetzt nämlich merken, schau, die Sterne,
Stirna. Ist das aus G-E-Quadrat im Spiegel herausgebreitete, das hinausgestreute. Sternon heißt Brust. Jetzt wird es natürlich ganz interessant, weil da muss ich jetzt unser Chaucer wissen. Das hebräische Wort für Brust, es handelt sich hier um den Brustkorb. Das ist nämlich deine Verabredung. Dasselbe Wort heißt im Geiste sehen. Das ist original hebräisch. Bin ich darauf eingegangen. Es gibt keine Zufälle in der Schöpfung. Es ist ein Computerprogramm. Ich weise immer wieder darauf hin und entweder akzeptierst du das oder du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Du musst nicht kämpfen ums Überleben. Du brauchst doch Geld zum Überleben. Jetzt schon. Wieso? Weil du es glaubst. Was erhält dich am Leben? Der dich träumen lässt, der dich ausdenkt. Aber bist du das nicht selber? Wir sind nur bei der Stirn. Siehst du, wie weit es hier reingeht? Und jetzt kriegst du eine hin G-E-Quadrat gebreitete, geöffnete Ecke. Und das, da ist jetzt ein Easter-Ich. Ja, versteckt. Das Easter-Ich. Da müssen wir zuerst mal wissen. Ich bin ein Geheimnis. G-E-Quadrat ist Hayom. Aber ich stehe in Widerspruch zu irgendetwas, was ich mir ausdenke. Das ist, ich bin verborgen in mir, ganz tief in mir. Du Geist, der du uns jetzt ausdenkst, befindest dich im Zentrum von dem, an den du denkst, an den Kopf, an den du denkst. Du bist das Zentrum deines blauen Kopfes. Du bist auch das Zentrum von dem blauen Kopf von dem Udo. Das sind zwei Köpfe, das sind zwei periphere Mittelpunkte. Die befinden sich aber in dem absoluten Mittelpunkt, das ist Easter. So einfach ist es. Das führt dich dann zu Schwester. Das ist die absolute Nichts in die absolute Leere. Und aus dieser Stirn, du merkst jetzt schon, wird was herausgestreut. Das ist immer wieder, schau mal ganz kurz das Bild, das ist die Stirn, die zwei Augen, die Nasenflügel. Das sind symbolische Bilder. Die machen hier keine Esoterik, keine Religion. Das ist göttliche Naturwissenschaft, echte Naturwissenschaft. Losgemachtes, NDR. Von dir selbst losgemachtes, um dich herum ausgedachtes, ist so weit weg von dem geistlosen Geschwätz deiner von dir ausgedachten Menschen, die alle nur nachäffen, diese Affen bei eigener Definition, können übrigens nichts dafür, das sind die Fehler, die du zu entdecken hast und das führt dich dann zwangsläufig zu den GE-Quadratstern. Ich bin, ja. Und jetzt kriegst du Hayom. Ja. El Hayom, Gott das Meer, von Gott mit seinen raumzeitlichen Körpern. Und jetzt ist natürlich hier, die Wörter lösen in dir Vorstellungen aus, Vorstellungen. Jetzt ist aber dieser Stern, Beele, da heißt es im Kind, mach dir kein Bild von irgendetwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Alle Bilder sind in dir. Es sind deine Informationen, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Ich kann ja dieses B-I-L-D nochmal hinschreiben. Bild. Im Original, das ist jüdisch übersetzt, im Kind, im Sohn. Im Kind, Bild. In mir geboren. Ah ja. Im Kind gebären. Es wird immer in einem Gotteskind geboren. Kommt da bekannt vor, ne? Ja. Udo hat die Quere gelesen. Da lacht man schon wieder hier der Christus an, der Jesus an. Ja. Überall Duftzeichen. So, jetzt schauen wir mal. Hören wir mal weiter. Wir waren nur bei der Stirn. Nichts wiegen. Könnte ja Physiker, naja, wir reden doch gar nicht von Gewicht. Aber auch keine Masse haben. Das heißt, das Gestirn als Ganzes wird auf eine eigenartige Weise durch die Kraftvektoren, die sozusagen nach innen schießen, auf Null gebracht. Oder auf unendlich. Was richtig? Kommt dir das bekannt vor? Nichts und alles ist Allah. Ah. Mhm. 31 rot, 31 blau. Genau. Ja. Es ist nichts und alles gleichzeitig. Du bist ein absolutes Nichts als Geist und du bist alles, was du dir ausdenkst. Das Meer, symbolisch rot gelesen, El Hayom, Gott das Meer, ist all seine Gedanken, wenn die er sich denkt, die er in sich selber aufschmeißt, die ihn selber nicht verlassen können. Es gibt keine Welt ohne das Meer. Und du musst jetzt nur weiterdenken, dass alles darüber hinaus verdampfen, die Wolken, die Erde,
die Kugeln, die Planeten, es sind einfach nur Gedanken, wenn in dir, es sind deine Informationen, die aus diesem absoluten Nichts, das letztendlich alles ist, entstehen. Du wirst von mir nie hören, egal was einer behauptet, dass das nicht stimmt. Die Frage ist, was für Vorstellungen erzeugst du aufgrund dieser Worte mit deinem Intellekt? Und was jetzt hier ist, er rezitiert, selbst das rezitiert er. Könnt ihr nicht selber denken. Und selbst wenn du jetzt ein Künstler bist, der da sitzt, ich sage jetzt nochmal, wir denken jetzt mal an Kopernikus aus, der in den Himmel hochschaut und dann entdeckt, dass sich die Sterne bewegen, das kannst du nicht entdecken. Es muss dir einfallen, dass es so sein könnte. Es ist jeder Dichter, jeder Musiker, ein Mozart, den wir uns jetzt ausdenken, den erschaffen wir jetzt hier in unseren Köpfen. In dem Udo-Kopf ist ein ganz anderer Mozart wie in deinem Kopf, weil ich wesentlich mehr über Mozart weiß wie du oder über Einstein oder über Heisenberg oder über Platon. Das sind nämlich alles Leben, die ich schon durchlebt habe. Für dich sind es historische Personen, historische Menschen. Aber Menschen sind Programme. Das sind Programme, die ich alle schon durchlaufen habe. Ich meine jetzt natürlich nicht den Gedanken Udo. Was so heftig ist, ich erkläre dir, dass du eigentlich ich bist. Du wirst mit Riesensprüngen geistig heranwachsen, in dem Moment, wo du das zulässt, dass ich dir vollkommenes Wissen, ein neues Wissen, viel komplexeres, gigantischeres Wissen einspiele. Und es geht bloß in einer Form von Chats. Du kannst in einen Arbeitsspeicher keine Bilder reintun. Bilder sind schon wieder Produkte, Einzelteile aus einer Datei. Das ist ja die Daten, die du zum Denken benutzt. Musst du zuerst einmal wissen, was DART ist. DA ist zuerst einmal Erkenntnis, ist Wissen. Aber Wissen müssen wir wieder zuerst einmal unterscheiden. Reden wir von einem roten oder einem blauen Wissen. Das rote Wissen, das ist zuerst einmal hier geschlossen in der Quelle, bis es an der geistigen Oberfläche geöffnet zu einem Augenblick wird. AGN ist wieder Becken, polare Ecken. Und wenn ich jetzt dies zu einer Erscheinung mache, diese geöffnete Augenblick wird zu einer Erscheinung, jetzt kriegst du die Einsicht, aber du schaust nur in eine kleine Ecke von unendlich vielen Ecken, in einen kleinen Aspekt hinein, Aspekulum, eine Spiegelung von Wissen. Ja, ja. Das ist dann das, was er erkennt, die Erkenntnis. So einfach ist es. Dorthin. Das ist das Spiel. Da müssen wir hin. Wichtiger ist. Das ist also eine ganz andere Sichtweise. Ich sage ja manchmal auch, selbst naturwissenschaftlich Gebildete, wenn man sie fragt, wie geht es eigentlich im Innern der Erde weiter? Kannst du das mal sagen? Jetzt ist natürlich das Wort Erde. Und was denkst du bei dem Wort Erde? Im Hebräischen haben wir vielfältige Wörter. Das ist Adama. Zum Beispiel Erde ist das einfach nur erwecktes Wissen. Wie geht es im Innersten vor dem Wissen? Wissen hüllt dich ein in einem gewissen Maß. Eigentlich sind es immer wieder Vorstellungen. Die Vorstellung, was jetzt vor dir ist, die Vorstellung, was über dir ist. Du veränderst nur die Blickwinkel, aber es ist immer deine Information. Information, genau. Können Sie das mal sagen? Komm ins Schwimmen. Der Laie sowieso. Da kommen die abenteuerlichsten Dinge, werden gesagt, wie es im Inneren weitergeht. Nicht? Also auch, aber das kann man ganz anders interpretieren und deuten. Und das habe ich versucht, nochmal auszudifferenzieren. Und das muss man dazu sagen, weil da wieder eine ganz neue Verbindung auch zur Philosophie, zur Kosmologie. Und Kosmos heißt das einmal Ordnung, eine göttliche Ordnung. Ist das Universum, das in eins gekehrt? Ich muss nur die Wörter nehmen. Aber das wird jetzt sehr spannend, was er jetzt erzählt. Dann lasse ich das weiterlaufen. Es ist alles richtig, aber nicht so, wie er sich's ausdenkt, weil das Wesentliche spricht er gar nicht an. Er bezweifelt in keinster Weise, dass es eine Vergangenheit gegeben hat. Das ihm fällt auch nicht auf, dass er nur rezitiert. Das habe ich aus das Buch heraus. Schau da hin, die ganzen Bücher. Das sind alles Meinungen, Sichtweisen, die ich, wenn er reinschaut, die Worte, inwieweit legt er Worte ganzheitlich aus? Einer lebendigen Kosmologie kommt. Plötzlich hat der Mensch dann auch eine Verbindung. Und das denkt er bei dem Wort Mensch, an einen Trockennasenaffen. Weil das Wissen ist ganz tief in dem jetzt verankert, denke ich mir. Aber an was denke ich jetzt eigentlich? Rede ich von dem Pixelmännchen, denke ich mir jetzt an Affen aus, in seinem Gehirn, in seinem Schwamminhalt ist das drin?
Für mich wird es so sein, wie ich das interpretiere, aber egal, an was ich jetzt denke, es ist in dem Moment da, wo ich es denke, und wenn ich es nicht mehr denke, ist es wieder weg. Es wird ganz einfach, das Leben wird unendlich einfach, wenn du da in dem Vertrauen bist, dass das hundertprozentig sicher ist. Wovon ich ja immer rede. Wenn wir auch von der Materie reden, reden wir ja nicht einfach von einem Objekt, was man einfach so betrachten könnte. Jetzt müssen wir das Wort Materie mal genauer anschauen. Ist reichlich in den Offenbarungen passiert, kommt vom Vater, von Mutter, die Matrix. Materie als Ding an sich ist eine Illusion. Was ist eine Illusion? Wenn du in einem statischen Raster plötzlich Dinge und Sachen siehst, die jetzt gar nicht existieren. Prinzipiell existiert, jetzt müssen wir die Stufen machen, prinzipiell existiert überhaupt nichts. Obwohl es existiert. Weil wir haben ja zwei Stufen. Wir denken was aus dem absoluten Undenkbaren, nichts, aus All, aus Gott. Denken wir uns was in uns hinein, in unser Inneres und dann entsteht ein Äußeres. Inner All, bipolar, das ist das hier. Ja. Und außer All, das ist das hier. Genau. Das sind die vier Seiten vom Einheitskreis. Sondern Materie ist natürlich auch immer geformte Materie. Es ist ganz interessant, dass das Existieren, der ja immer was Ausgedachtes ist. Das heißt, dieses Ausgedachte ist aber eine Illusion. Selbst wenn du was sinnlich wahrnimmst, weil genau genommen, jetzt brauchst du ja Augen dazu, die du dir denkst, und jetzt haben wir die Symbolik unserer Zäpfchen, was genau den Lämpchen auf der VR bildet. Das sind zwei kleine Monitorbilder. Das sind alles symbolische Bilder. Die Schwierigkeit besteht darin, dass ich jetzt, ich mache wieder meine Computermetapher, dass eine Windows-Struktur, eine logische Windows-Struktur, dieser Komplex von einem Basic-Betriebssystem überhaupt nicht verstanden werden kann, weil der die Komplexität nicht erfasst. Drum muss ich ja das, wie es wirklich ist, erst einmal runter transformieren auf dein Sprachverständnis deiner Basic-Logik. Und das komplette menschliche Wissen ist für mich das Wissen einer Schimmelpilzkolonie. Ein ganz primitiver Basic-Computer. Und das ist immer dann auch Weltseele. Wir haben ja auch über die Weltseele gesprochen. Alles ist beseelt. Und auch die sogenannte anorganische Materie ist auch beseelt. Das heißt, in diesem Zusammenhang hat manche im Song das ganz einfach, alles ist Geist. Das wird jetzt noch weiter, aber jetzt ist die Frage, was ist Geist? Geist ist das, was die Physik Energie nennt. Da kommt ja dann die Urenergie, der Ursprung. Energie ist aber als Ding an sich nicht existieren. Das kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Das ist Allah. Dann auch die Gravitation, die Verstrahlung, eine ganz andere Bedeutung. Also es sieht ganz anders aus. Die Physiker, Reduktionisten. Der Strahl ist natürlich schon wieder unser SDR. Aber unser SDR war dann AHL. Das im Hebräischen kannst du das ganz leicht machen. Unser SDR ist erst einmal das Geheimnis. Wir hebräisieren. GE Quadrat ist Hayom, El Hayom. Existenz an der intellektuellen Raumzeit machen wir das ganz einfach. Das heißt übrigens fliehend. Das flieht jetzt was nach außen um dich herum. Das ist Heimlichkeit. Es ist aber auch das Versteck. Jetzt kriegst du schon das Widerlegen von Ecken. Da denkst du dir einfach unsere Tetraederstruktur. Das sind lauter um dich herum unendlich viele Ecken. Jetzt wird es natürlich ganz interessant, dass wir den Strahl haben. Zell ist der Schatten. Ja. Ist eine Schattenerscheinung. Ja. Um dich herum. Das Ganze passiert übrigens aufgrund von Magie. Mag. Der Zauber. Ja. Das ist das Spiel. Also zu behaupten, dass die semitischen Sprachen nicht das Geringste mit dem Deutschen, Deutschdeutschen zu tun hat, alle Sprachen, ist ein einziges arithmetisches Prinzip zugrunde liegend. Das ist Holofeeling. Weil das eine reine Arithmetik ist. Allumfassend. Religion, Naturwissenschaft, Chemie, Mythologie, verschmilzt in ein arithmetisches System, das ist die Weltformel. Da geht es nicht, dass man irgendwas glauben müsste, was man nicht überprüfen kann, selbst als kleiner Brüssel. Beschwingt meinen ja, man kann das ganz ausklammern und sagen, ja, wer von der Weltseele redet, der ist nun animistisch rückwärts gewandt und das brauchen wir gar nicht. Ja? Also ich will das mal nicht mal mit meinen Worten sagen, sondern ich will mal... Er sagt überhaupt nichts mit seinen Worten. Seine Worte sind Auszüge von Auszügen von Büchern, die er gelesen hat.
und ist voll im raumzeitlichen Denken mit einer Bewunderung der, die irgendwas entdeckt haben, was ihnen logisch erscheint, was man gar nicht entdecken kann. Was ich so noch nicht getan habe, aus dem Baustoff der Welt selber vorlesen, um das zu zeigen. Und dann können wir nochmal auf die anderen Dinge wieder zurückkommen. Wichtig ist mir... Wichtig. Wichtig im Mittelpunkt. Genau. Alle physikalischen Fragen, die wir hier behandeln und die wir in den anderen philosophischen Gesprächen auch behandelt haben, sind nie punktuell oder segmentiert auf dieses Thema Physik. Auch was wir gemacht haben über Michelson-Morley oder über Sonnenfinsternis 1919 oder EMC-Quadrat, das sind nicht rein Physik. 1919. Was? 1919, ja. Die Sonnenfinsternis, Michael-Morley-Experiment. Ja. Es ist ein großes Problem, es ist der Bruch des zweiten Gebotes. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. Aber das ist ja nur religiöses Geschwätz für Physiker. Wir Physiker wissen ja, was wisst ihr eigentlich, ihr Idioten? Idiota, der einfache Mensch, in Bezug auf Affen. Ihr äfft geistlos irgendwelche Vorbilder nach, weil das euch logisch erscheint. Aber jetzt frage ich dich, was sollte denn einen Computer denn logisch erscheinen wie irgendwas, was in seiner logischen Programmierung logisch ist? Was passiert, wenn ich dir was einspiele aus einem höherwertigen Betriebssystem? Kann Datei nicht lesen. Dann ist es unlogisch und zwangsläufig ist es falsch und verkehrt. Das ist die Falle. Physikalische Themen, das sind immer auch philosophische Themen und immer auch, es sind da implizite oder zum Teil explizite Aussagen, wie die Wirklichkeit ist. Implizit oder explizit? Inner HAL, B, Ballar und außer HAL, B. Ja. Jetzt machst du deine Querachse im Einheitskreis, die Nulllinie, dann hast du oben ein Pi und unten ein Pi. Das oben ist die Weisheit Gottes und das unten, die Minus, ist das Wissen deines Intellekts. Und das sind oben zwei Phasen und unten zwei Phasen. Das ist das Spiel. Das war reine Arithmetik. Holophilik erklärt dir den geistigen Hintergrund. Und wie wir darin stehen. Und das interessiert uns. Wie wir darin stehen, du stehst immer hier und jetzt. Aufrecht. Anoki. In der Transversalen. Und da gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft, sondern bloß ein Auftauchen und wieder Verschwinden in der Transversalen im ewigen Hier und Jetzt. Doch letztendlich, die meisten Menschen interessiert doch eigentlich nicht wirklich, also lebendige Menschen interessiert doch nicht eigentlich wirklich abstrakte Modelle. Das sind keine abstrakten Modelle. Normale Menschen interessiert es nicht, interessiert, wie sie an Geld kommen, wie sie bewundert werden, wie sie glücklich sind, Einseitigkeiten. Normale Menschen interessieren nur Unvollkommenheiten, nicht das heilige Ganze. Macht. Es ist immer die Geistlosigkeit, die dir demonstriert wird, jetzt beim Wahlkampf. Ich sage, wenn du da mal einen Überblick hast, wie geistlos muss einer sein, der sich drum reißt, Kanzler zu werden. Er versucht, was zu retten, wo überhaupt nichts mehr zu retten ist. Ja. Es ist alles, dieses System ist durch, es ist so voller Fehler. Du kannst es jetzt in die Länge halten, es kann ewig dauern, du kannst ewig immer wieder täglich grüßt, was man mit dir in so einer scheiß Welt aufwachen. Bis du absolut wach wirst und in was vollkommen Neuen aufwachst. Das ist die Chance, das ist die Tür, die ich dir öffne. Viele reden darüber gerne bei einer Tasse Kaffee, aber Sie als lebendige Menschen sind doch was ganz anderes. Lebendige Menschen sind ausgedachte Trockennasenaffen. Wer interessiert sich für den Geist, der ist doch Philosoph, wer denkt sich die aus? Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Anfang von dir selber, wenn du an dich als Trockennasenaffe denkst, bis hin zu einem heliozentrischen Weltbild, bis hin zu Galaxien um dich herum, in einem unendlich angeblich um dich herum ausgebreiteten Universum. Achte nur auf die Wörter. Was ist Energie? Energie heißt inneres Wirken. Wir kennen. Wir und kennen ist das Fundament. F und das sind Facetten, Wellen, die wir auftauchen lassen, Mendio, die wir uns überlegen und Lügen verbreiten, um uns herum verstreuen. Das ist genau diese Metapher, wo ich dir sage, mit den Gedankenwellen, dann mit den sogenannten longitudinalen Verbreitungen, wenn du das anschaust, um dich herum, wenn das auftaucht. Wenn du hier jetzt dann eine Ebene dir ausdenkst, die kann man vielfältig spiegeln. Sondern dass da eine Verbindung ist, ist ja doch erstmal das Interessante. Leben wir in einer Welt? In der Esse heißt inneres Sein. Was ist für dich von in der Esse?
Und es ist also so, das, was existiert, ist immer nur eine Facette aus einer Kollektion im Arbeitsspeicher. Das ist immer, wenn ich sage, jetzt, wenn du an das Internet denkst. Diese Internetseiten, von den Internetseiten, die dir zugänglich sind, sind für dich von in der Esse. Das heißt, wachst du in dir als Vorstellung auf? Die uns sozusagen einschließt, als lebendige Wesen, sind wir sozusagen konstitutiv für den Kosmos überhaupt? Unsere ganze Mensch-Kosmos-Frage hängt damit zusammen. Oder sind wir Outcast sozusagen? Hier irgendwie heraufgewirbelt. Es ist einfach, für ihn ist ein Mensch, ein menschlicher Körper, der sich irgendwo da außen in dem Kosmos in der Ordnung befindet. In einer Ordnung kannst du, bist immer nur eine Facette eines größeren Systems. Aber es ist vorgestellt, es ist pure Demonstration des Bruches des ersten und des zweiten Gebotes. Ja. Beruch. Beruch heißt im Geist oder in den vier Weltgegenden. Ja. Du bist im Zentrum einer Tetraederstruktur. Es ist Arithmetik. Das neue Weltbild ist ein Computerprogramm, es ist eine Matrix. Ich spiele dir das vielfältig ein, auch in Kinofilmen. Ich verweise nochmal hier auf Inceptions oder The 13th Floor. Die große Frage, Programm in Programm in Programm, Untersysteme. Oder Traum in Traum in Traum. Was in den Filmen immer das Hauptproblem ist, sind wir jetzt schon wach, sind wir jetzt schon in der Wirklichkeit, die man sich natürlich hier komplett so vorstellt, wie die Naturwissenschaft dir das vorschreibt. Dieser Bruch des ersten und zweiten Gebotes ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Gefängnis, das dich festhält, dieses Wissen. Dich zu einem sterblichen Säugetier macht, das ständig ums Überleben kämpft. Du bist bloß ein dummer Affe. Nein, das bist du nicht. Du bist der, der sich einen Dummen mit einem dummen Affen verwechselt, weil er das zweite Gebot bricht. Das erste und das zweite. Du machst dir ein Bild von dir selbst. Du verwechselst dich mit einem Gedanken von dir. Und dem versuchst du möglichst lange am Leben zu halten, was dir nicht gelingen wird. Weil das, an das du denkst, wenn du an dich denkst, denkst du an deinen Körper und der ist schon wieder weg, wenn du ihn nicht denkst. Und darum wiederholst du immer wieder diesen Körper bis in alle Ewigkeit. Aus der kosmischen Nacht, keiner weiß woher, keiner weiß wohin, da sind Boah. Wir nun. Doch. Ja. Einer weiß es. Ja. Einer weiß es. Ja. Weißt du, wer es weiß? Jetzt pass auf, jetzt werde ich dir zeigen, das ganze Spiel beginnt schon mit Masse. Hier ist das Masse und das Wesen der Materie. Wir müssen zuerst mal wissen, was die Masse ist. Die Masse an Menschen, die Menschheit, die du dir ausdenkst. Eine Menge, eine große Anzahl. Der große Teil der arbeitenden Bevölkerung. Das sind Trockennasenaffen. Wieso arbeiten die? Weil sie Geld wollen. Weil sie mein Geld erhält sie am Leben. Es gibt natürlich dann immer wieder 16 Seiten. Es gibt auch welche, die aus Überzeugung arbeiten. Eine Berufung haben. Ich sage immer wieder, wenn du deinen Beruf als Berufung ansiehst, dann würdest du sogar dafür bezahlen, dass du das machen darfst. Bin ich oft darauf eingegangen. Aber wir schauen mal, wo das herkommt. Wir müssen ja immer in die Tiefe der Worte hinabsteigen. Das ist ein dickflüssiger Bereich. Kann ich dir gleich sagen, ein dickflüssiger Bereich ist eigentlich... Schön gesehen ist Glas. Das, was du Glas nennst. Glas ist keine, ist eine Flüssigkeit. Genau. Ist rein chemisch eine Flüssigkeit. Es kennt keine Aggregatzustände. Das feste Glas, die Fensterscheibe, die du dir jetzt denkst, ist in dem Moment flüssig. Es ist bloß bei der Temperatur laut Physik, ist es so zäh, die Viskosität ist so zäh, dass du meinst, es ist fest, was Festes. Es ist aber immer noch eine Flüssigkeit. Nicht zu verwechseln bei Wasser. Wasser hat drei Aggregatpunkte. Okay, in diesem Brei ist eine Menge, eine Fülle von Informationen im Spiegel. Stimmt oder stimmt? Jetzt haben wir einen Stoff. Jetzt müssen wir ganz kurz in den Stoff reingehen, weil der nämlich sehr interessant ist. Das heißt nämlich, jetzt hast du mal eine raumzeitliche Spiegelung oder eine raumzeitliche Erscheinung ist ein Kreisen des FFs in zwei Facetten. Stimmt oder stimmt? Ja. Da habe ich hier übrigens die Stirn noch. Wollte ich gerade noch darauf reingehen, was jetzt das hebräische Wort für Stirn, das hebräische Wort für Stirn. Das ist das erste Mal blau gelesen, Gestalt gewordene Geburt eines geistlosen Verstandes mit einer einseitigen Wahrnehmung, ein Ich, eine Stirn. Hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres. Es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Geistlose, fehlinterpretierte 666 nicht. Meiner heiligen Schriften versucht die böse 666 auf Offenbarung 13. Vollkommenheit, Einheit.
zu bekämpfen, denn die 666 ist die Zahl eines Tieres, das religiöse Fanatiker auch die Bestie der Endzeit nennen. Ich bewusster 666-Geist ist 18 übrigens. Das ist das blaue Ich und das ist das rote Ich. Weiß, dass ein unbewusstes Ich mit eigenem Ego-Ich ist, mein eigenes Ego-Ich ist. Ich bin es selbst, das Tier. An was denkst du, wenn du an dich denkst? Wenn ich Geist glaube, ein sterbliches Säugetier zu sein, das in einer de facto hier und jetzt ausgedachten Vergangenheit geboren wurde. Das Vielwissen reduziert mir auf ganz einfache Erkenntnisse. Aber wir bleiben mal bei unserer Masse. Also das ist jetzt ganz interessant, das kommt von Matzer. Wir können da reingehen und schauen mal, was jetzt da passiert ist. Diese Masse, das griechische Wort für Masse, heißt eigentlich ersten Verein. Der Geist des Ersten, ja. Ich sage dir, ich bin der Erste, ist im Spiegel. Schau mal, was ich dir jetzt zeige. Schau mal ganz kurz, wie oft weise ich auf mein Beroshit hin? Ja. Beroshit heißt zuerst einmal hier inmitten dieses Kopfes. Das ist nämlich, dieses Rosh ist der Kopf, das R, der Buchstabe R, der Anführer, der Beginn von allem, das Geschenk, der Gipfel, das H-O-B, das Haupt. Okay? Ja. Pass auf. Shit, Roshit, der Beginn, der Erste. B, Roshit halt im Ersten. Gut? Heißt im Spiegel. Es ist auch das Gästen im Roten. Der Geist des Ersten ist im Roten. Rot ist Adam. Das ist nämlich auch rot. Das ist der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen, die 45. Was übrigens 4, 5 wiederum die 9 ist, das ist der Spiegel selber für seine Welt, der dann aufplatzt. Das ist die Masse. Jetzt geistreich gelesen. Schon verrückt, ne? Der Geist des Ersten im Spiegel. Ja. Ich bin der Erste, ich bin der Urspiegel. Das erste Licht. Der Sternwerfer. Der seine Geistesfunken aus sich herausspritzen lässt, so wie die Geistesfunken wiederum um sich herum kleine Funken herausspritzen lassen, die immer dunkler werden und sich in einer ausgedachten Unendlichkeit verstreuen. Über Raum und über Zeit. Nun wissen auch nicht, was wir da hingekommen sind. Ja, ist klar, wir wissen auch nicht, wie wir hierher gekommen sind. Wo bist du eigentlich? Was bist du und wo bist du? Kategorie 3 Frage. Ja. Das ist dann das anthropische Prinzip, aber die große Frage, warum ist das so? Auf jeden Fall ist das eine, das darf man nie außer Acht lassen, bei allem, was ich hier sage. Du darfst es nie außer Acht lassen. Da muss ich natürlich jetzt wissen, dass die Acht, A-I-C-D, das ist das damals, schwach heißt nichts, logisch doppelt aufgespannt, immer denken, wenn ich es so mache, du bist, die Logos ist in der Mitte und das ist da, wo ich mich versteckt habe. Ja. Das ist die weibliche Eins. Acht ist auch echt. Aleph als Vorsilbe gelesen heißt, ich werde in Schrecken versetzt. In Schinner, in logisch berechnete Ecken. Das ist diese Tetraederstruktur. In irgendeiner Ecke ist immer die Funken in unseren Sternwerfer. Das sind diese Bilder, wo ich immer laufen lasse mit unseren Spiegeltunnel oder mit den Sternen, dass die kleinen Lichter immer in einem kleinen Tetraeder in Ecken drin, immer das Zentrum von peripheren Ecken mit peripheren Mittelpunkten sind. Das ist eine arithmetische Struktur im Hintergrund. Wie oft soll ich das noch erklären? Und du musst es nicht wissen, wenn du überfordert bist. Ich will überhaupt nicht, dass du das alles weißt. Mir reicht, wenn du weißt, was du selbst bist. Ich erkläre es den, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, sich den Udo ausdenkt, die Ritterhand ausdenkt, sich selbst, die Welt, die Planeten ausdenkt, das heliozentrische Welt ausdenkt. Alles, was du denkst, existiert in dem Moment, wenn du es denkst. Jeden Menschen, den du denkst, der existiert hier und jetzt in deinem Kopf, wenn du ihn denkst. Ich kann jetzt sagen, wo ist jetzt die Andrea Merkel? Angela Merkel, Entschuldigung. Wo ist Hitler? Wann existiert der Hitler eigentlich? Warum existiert der Hitler?
Der existiert hier und jetzt, weil du ihn denkst. Und wieso denkst du den jetzt? Weil du diese Worte hörst. Wie wäre es jetzt, wenn du, wenn ich, egal an was du denkst, ein Einstein, ein Platon, hier dieser Jochen Kirchhoff. Was ist das jetzt? Ist das ein Mensch? Und du hast im Hintergrund ein Wissen, ein logisches Konstrukt, mit dem du dir alles erklärst, aber du erklärst dir das extrem fehlerhaft. Das ist das Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Du äffst genauso wie der Kirchhoff, den du dir jetzt ausdenkst, irgendwas nach, was alles Wissenselemente sind, die richtig sind. Das sind winzige Facetten von einer Komplexität, wo deine Menschheit nicht das Geringste weiß. Und warum? Weil du es noch nicht weißt. Eine Menschheit, die du dir ausdenkst, einen Menschen, den du dir ausdenkst, das ist meine berühmte Kiste. Da kann nur das drin sein, was du dir hineindenkst. Und es existiert nur, wenn du es denkst. Das steht und fällt mit dir selbst. Und mir geht es momentan nur darum, dass du erkennst, was du bist. Du bist ich, du bist ein träumender Geist. Du bist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst, und die Ursache für das, was du dir ausdenkst, ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und alle intellektuellen Systeme, die aus dir entspringen, wenn du an andere Denksysteme denkst, an andere Religionen, an andere Glaubenssysteme denkst, die du bekämpfst, weil sie dir unlogisch erscheinen, das sind genau die gegensätzlichen Perspektiven, die du zur Heiligung brauchst, dass du auf eine höhere Ebene kommst. Das ist das Kreisdreieck, ist gleich ein Kegelbeispiel. Ganz simpel. Ja. Und wie gesagt, momentan geht es nicht, dass du was veränderst. Die Veränderung besteht darin, dass du jetzt der wirst, und da wird es ganz interessant, wenn wir jetzt in das Gewicht gehen, da gibt es eine Wichte, ja. Wissenselemente verknüpfen. Ja. Und wenn du jetzt sagst, es ist immer zu viel, soll ich stopp, dann lass es ganz, ganz ruhig. Lerne zuerst, dass du vor nichts und niemandem mehr Angst hast. Das wird nämlich zwangsläufig dann der Fall sein, wenn du begreifst, das ist ja nur ein Gedanke von mir, den es ohne mich gar nicht geben würde. Würde ich den jetzt nicht denken, wäre das, wovor ich jetzt zwanghaft aufgrund meiner Programmierung mit Angst reagiere, würde ja gar nicht existieren, wenn ich es nicht denke. Würde jetzt das, worüber ich mich aufrege, von mir nicht gedacht oder nicht angeschaut, würde ich mich ja nicht aufregen. Würde ich auch keine Angst haben. Jetzt ist aber das Problem, dass du dich jetzt hast, als einen träumenden Geist setzt und der kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Die Frage ist, wieso wiederhole ich das immer wieder? Wieso wiederhole ich immer wieder Sachen, wo du Angst davor hast? Weil du noch nicht begriffen hast, dass es keinen Grund gibt, sich über irgendeine Information aufzuregen oder vor irgendeiner Information von dir Angst zu haben. Und das, was dich am Leben hält, ist mit Sicherheit nicht das Geld. Geht es mir immer um diesen Zusammenhang? Mir geht es immer nur um diesen Zusammenhang. Siehst du, ich wusste, was kommt. Eine rein physikalische Betrachtungsweise, eine rein physikalische Auseinandersetzung. Wie definiere ich Physik? Jetzt können wir wieder in Wörterbücher reingehen, das Spiel, und du wirst merken, dass du jetzt erst einmal einseitige Auslegungen ganzheitlich gelesen, sind noch die ganzen Gegenteile da. Ein einfacher Trick. Beobachte dich, wie du auf was reagierst, ob du sympathisierst, ob du was richtig ansiehst oder ob du es verkehrt ansiehst. Dann machst du dich zuerst einmal in einer Einseitigkeit, in einer Unvollkommenheit fest. Und dann akzeptiere als dir noch, als Trockennasen auf ihrem Traum mit dieser Logik, dass das Gegenüber, das dir bisher als böse, schlecht, feindlich erschienen ist, unwichtig erschienen ist, dass das genauso wichtig ist, genauso richtig ist wie deine Meinung. Und dann kannst du einen höheren Komplex erahnen. Ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Das kann man so nicht führen. Man kann es nur sehr eingeschränkt führen. Also, ich versuche das mal. Ich lese mal hier eine Passage vor, weil die sehr schön einfach ist. Am Anfang dieses Textes, der Baustoff der Welt, die Grundintuition stammt von 1937. Der Baustoff der Welt. Ein Baustoff der Welt ist ein absolutes Nichts. Das ist die Energie in der Einsteinformel. Tausendmal erwähne ich das. Ja. Die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, weil sie ein absolutes Nichts ist. Und alles ist, ich nenne es einfach 200 Gramm rote Gnede. Wir müssten übrigens jetzt hier in den Gerstenbrei, in den Glum, wenn wir jetzt in die Mazza noch reingehen, wirst du feststellen, dass das noch wesentlich genauer wird, dass GE-Quadrat wird zu einem Fundament und das ist Ed. Genau genommen steht hier Ed, Edde.
Wir schauen uns das einmal an. Das heißt, der Geist, wenn der zu Ken wird, der Geist wird zu Ken. Das ist unser Prinzip, die Basis. Das heißt eigentlich, worauf man tritt, griechisch, Entschuldigung, wenn man das schaut, die Basis. Das wird dann zum lateinischen Fundament, F100.000-fach erklärt, aber jetzt wird es interessant. Und jetzt kriegen wir zuerst ein Ad. Das ist eine augenblickliche Erscheinung. Blau gelesen. Das ist für eine Zeit. Zur Form, die Geburt einer aufgespannten Berechnung ist Ad. Ist eine augenblickliche Erscheinung. Wir nennen das Zeit. Eid übrigens heißt wie buchstabiert. Die Geburt von etwas, was wie buchstabiert ist. Und gefügig machen. Das ist es, ja. Da wirst du das, wenn du anfängst, das alles komplex zu buchstabieren, machst du dir die ganze Welt zu gefügig. Das ist Zeit, ist die Geburt eines buchstabierten Phänomens. Wie buchstabierst du? Ist Ed. Nur eine augenblickliche Erscheinung. Zeit ist nur, N-R-N-U-R heißt ein flackerndes Licht, eine göttliche Illusion. Zwei Lichter, 30, 30 waren zu 60, verbinden sich zu 60. Raumzeit und das Ion haben wir heute schon gehabt. Das setzt sich jetzt, es setzt sich in Bewegung in einer Transversal. Zeit, Moment. Moment. Genau. IND. IND wiederum ist ein Auf- und Abschwingen. Ich werde auf- und abschwingen. Okay? Und jetzt dieses Ed-Ede, das ist es jetzt. Heute, sorry. Ed, hätte ich eins zurückgehen müssen. Das ist wieder die Gegenwart, das ist HBH. Ja. Das ist jetzt. Jetzt wiederum ist Existenz und Existenz. Wellenberg und Wellendoll. Sof. Sub. Ort. Ja. Das absolute Ende. Ein Sof. In diesem Punkt. Perfekt. Göttlich perfekt. Perfekt. Absolut perfekt. Ohne Widersprüche. Wir lassen kein Stück weg. Das ist das Spiel. So, und jetzt sagst du, was soll ich jetzt auch rausrichten? Nochmal, du bist mächtiger wie alle Menschen, die du dir ausdenkst. Du musst der Erste sein, das heißt, du musst ich werden. Du musst schlichtweg und einfach bloß ich werden. Du musst der Geist des Ersten im Adam sein. Berot, im Adam. Ja. So einfach ist es. Und was musst du dazu tun? Nichts, weil das bist du schon. Du musst dich wieder erinnern. Das ist dein eigenes Erwachen im Inneren. Du wurdest nicht in der Vergangenheit erschaffen, du erschaffst das Ganze, dich selbst und deine Traumwelt hier und jetzt. Dann wirst du der Einsammelnde. Das Betteln ist natürlich auch wieder in Pi. Das sind hier, da kommen viele, das ist Worte. Was machst du aus den Worten? Das ist das Spiel. Was verstehst du von Wort? Nichts. Aber lassen wir uns doch mal, der liest jetzt hier in den Urstoff rein. Das Buch ist 1970 erschienen, das ist die Ausgabe von 1991. Da heißt es hier, ich zitiere, also Helmut Friedrich Krause. Ganz toll, immer alles schön. Du wirst irgendwann mal einen Zustand kriegen, dass egal was du liest, du wirst der Dauerlächeln, der Schmunzeln auf dem Gesicht haben, wenn du die Vordersprache verstehst. Ja. Und was immer nicken und sagen, stimmt, stimmt. Mhm. Aber jetzt ohne das unbewusst das erste und das zweite Gebot zu brechen. Wohngestirn und der Ursache der Gravitation, eine einheitliche Feldlehre aus kosmischer Sicht. Gravitation heißt ja, Gravitation heißt jetzt erst einmal schwanger sein. Das heißt schwer, Schwere, die Schwere. Ja. Man trägt schwer. Aber Shin, Waf, wer ist dieser Logos? Ist es. Diese umfangreich erscheinende Vielfalt der Gestaltungen geht auf eine Ursache, eine Ursubstanz zurück. Interessant, diese Vielfalt der Erscheinungen geht auf eine einzige Ursache, auf eine Ursubstanz. Jetzt haben wir natürlich schon wieder Sub ist das zugrunde liegende, aber ich mache das einmal ganz blau, dann ist SUB, griechisch, ist raumzeitlich aufgespannte Polarität, fängt an zu tanzen. Das ist die Substanz. Und diese Uhr ist aufgespannte Berechnung. Die aufgespannte Berechnung von SUB, von raumzeitlich aufgespannten Polaritäten, ist der Tanz. Das Wort DA wiederum, die geöffnete Schöpfung, das ist der Wachraum.
Das ist der Wachraum. Das ist der Raum, in dem du immer das Zentrum bist, weil du glaubst, wach zu sein. Aber diese W8, doppelt aufgespannte 8, die weibliche 1, denk wieder an die Shin wie Esther, ist die Geburt des Meeres oder die Geburt eines Intellekts von 2 mm, die erweckt werden. Diese 2 mm, die fangen an, um sich rumzukreisen. Mom. Und das sind jetzt die Fehler in dir. Genau genommen sind diese Facettenlichter sind Ecken. Weil nämlich geäquadrat bin, dieses geäquadrat fängt an, auseinander zu BR-rechen, zu brechen. BR, diese polaren Berechnungen sind das Äußere. Hebräisch, das Äußere. Und das Ganze sind Ack ist gleich Ecke, sind Ecken, die erweckt werden. Und das ist AOB, die Schöpfung deiner Beschwörung. Das ist Beschwörungskunst. Wir können das natürlich dann rot machen, dann heißt es, im Kopf ist das Äußere. Jetzt haben wir rot-blau wieder beide Seiten. Inmitten verbunden, im Kopf ist dieses außerhalb, diese Rationalität. Drum wird es auch zu einer Reihe, zu einer Spiegelexistenz, die wahrgenommen wie buchstabiert ist. Die Reinheit. Aber im Kopf ist auch eine Einheit. Und das ist der Sohn. Das ist übrigens auch Sohn, aber auf Aramäisch. Bararosch. Was hier bei dem Bar interessant ist, schau dir das an. Hüben 2 und Rüben 2, in der Mitte noch nichts, nichts. Jetzt Hüben 3 und Rüben 3. Das ist Atbasch, ist übrigens immer Atbasch, ist der gespiegelte Wert. Muss ich nicht drauf eingehen, kann man alles lernen. Merkst du schon, der Urstoff, aber der Urstoff ist die Energie. Energie heißt das eigene innere Wirken. Den Begriff haben wir noch nicht erwähnt, die Substanz. In der Tradition ist Substanz, Substantia, das von sich aus Seiende, das nicht weiter reduzierbare. Das müssen wir jetzt rot machen, dann ist dieses SUB, die ausgedachte Substanz, raumzeitlich aufgespannte Polarität, hat ja ein Bewusstsein, ist verbunden in diesem Haus. Wie man sagen kann, Energie ist nicht weiter zurückführbar. Energia, die innere Wirkung kann weder vermehrt noch vernichtet werden. Ausgedachte Energie ist nicht diese Energie, das ist eine Form dieser Energie. Energie ist Geist, das ist GE-Quadrat. In der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Die absolut physikalische Bezeichnung eines träumenden Geistes, der ständig seine Informationen verändert, ohne dass sich an ihm selbst irgendwas verändert. Sie ist einfach. Dieser Urstoff, der die nahezu unendliche Mannigfaltigkeit der Erscheinungen liefert, das müsste er ja, muss demnach von unendlicher Wandlungsfähigkeit sein. Ja. Anders geht es. Unglaublich, ne? Ja. Ich will nicht widersprechen. Wir können das Energie nennen, wir können das Geist nennen, rot gelesen, Licht nennen oder Gott nennen. Und immer dran denken, bei dem Gott die 2T, 400 ist Pi. Ja. Ist nicht. Wenn es ein Stoff ist, und die Komplexität der Welt, muss er unendlich wandlungsfähig sein. Das ist ein träumender Geist, der unendlich viele Informationen in sich aufschmeißen kann, prinzipiell. Aber zur Zeit nur das aufschmeißt, was er an Wissen zum Denken benutzt. Und wie geistlos ist es, wenn ich mit meinem Wissen andere Wissen aufschmeiße? Ich habe mein Wissen, das mir logisch erscheint, und ich schmeiße auch die ganzen Wissenselemente in mir auf, die mir unlogisch, falsch und verkehrt erscheinen. Die Feinde, die ich lieben soll, um vollkommen zu werden, ich brauche diese anderen Sichtweisen. Das heißt, die Christen werden sich nie verstehen, Christentum ja sowieso wieder, die vielen Sekten müssten erst einmal eins werden und dann müssen sie begreifen, dass sie komplett die ganzen muslimischen Sekten, die eins werden müssten, eins zu machen, um sie dann wirklich in das ursprüngliche Ivri, in das Judentum hineinzugehen, wo keiner mehr was weiß. Weil die nur in ihren Traditionen, in ihren Ritualen, in ihren Affenritualen drin hängen. Demut, das große Wort, was bedeutet Demut? Einen demütigen Menschen kann nicht so niemand demütigen. Das sind alles, die Moral ist ein riesengroßes Problem. Ich habe das so oft erzählt, dieses Mosern, ständig an irgendwen rummosern. Moser. Das ist das hebräische Wort für Moral. Wie oft habe ich das schon gesagt? Da haben wir den Gott hinten dran hängen. Aber was bedeutet eigentlich Moral? Jetzt können wir wieder zuerst einmal das Wort Moral anschauen. Hat was zu tun mit Traditionen.
geistlos nachgeäfft, die Tradition, dass du ein sterbliches Säugetier bist. System von geschichtlich gewordenen, gesellschaftlich bedingten, sittlichen Grundsätzen. Das ist geistlos nachgeäffte Vergangenheit, Sachen, wo keiner überprüfen kann. Stimmt oder stimmt? Die Moral von Geschichte. Geschichte in chronologischer Form gibt es nicht. Es gibt ein Programm, wo alles gleichzeitig ist und Facetten, die hier und jetzt aus dem Programm entspringen, die ich mir bewusst räumlich und zeitlich woanders hindenken kann, was nichts daran ändert, dass die hier und jetzt in meinem Kopf Informationen sind. Die Neandertaler genauso wie der Urknall. Hat es die gegeben? Hat es diese Sachen gegeben, bevor ich sie gedacht habe? Das ist die Geistlosigkeit zu glauben, dass etwas, was du de facto jetzt denkst, diese Gedanken, diese Dinge, diese Informationen schon unabhängig von dir in der Vergangenheit waren, bevor sie von dir gedacht wurden. Das als hundertprozentig sicher anzusehen, ist so unendliche Entgeistigung von dir selbst. Aber wir bleiben hier ganz einfach in dem Hebräischen, oder wird es nämlich jetzt genauer, die Moral ist eine Fessel, ein Gefängnis. Und jeder Moralist ist ein Angeber, der nämlich angibt, was richtig und verkehrt ist, in Maßsetzung seiner Programmierung, die er sich nicht raussuchen konnte. Er ist ein Ahnschwatzer, ein Denunziant von jedem, der nicht seiner Meinung ist. Der hat keine Maske auf. Ich erinnere nochmal, Weißenburg Silvester, Polizeibericht über Silvester, letztes Jahr, hier und jetzt gedacht, immer jetzt gedacht. Sie hat noch nie einen Silvester, wo so ruhig auf der anderen Seite verlaufen ist, wie das letzte, der Übergang 2020, 2021 wegen Corona. Keine Besoffene, keine Feuerwerk, nahezu nichts. Aber sie hatten so oft ausrücken müssen wie noch nie, weil nämlich die Nachbarn irgendwelche Nachbarn angezeigt haben, denunziert haben wie im Nazireich, die guten Menschen, dass die feiern, obwohl es verboten ist. Ja. Deine gute Gutmenschengesellschaft, die linksfaschistische Gesellschaft, die hier meint, die gehören zu den Guten mit ihren Masken. Wenn du einen Hauch von Geist hast, wirst du begreifen, wenn du zu denen gehörst, dass du nichts anderes magst wie linientreue Nazis, weil es dir logisch erscheint, weil du eine Scheißdrecksangst hast, dass an deinem Körper was hinkommt, den du dir ausdenkst. Es wiederholt sich, es spiegelt sich immer wieder. Aber glaub ja nicht, dass jetzt in irgendeiner Form die Querdenker richtiger liegen. Es ist nur das Spiegelbild von den anderen. Druck erzeugt Gegendruck, loslassen erzeugt loslassen. Kannst du schon loslassen oder regst du dich noch über was auf? Jetzt gehen wir wieder in eine ganz normale Art von Denken. Wie immer auch seine Beschaffenheit sein mag. Wie immer. Im Meer ist gar nichts. Im Meer ist das absolute Nichts. Das ist der Punkt, der absolute Punkt in der Camera Obscura, wo wir ein Innerhalb und ein Außerhalb aufbauen. Und die kannst du wieder austauschen, weil das vier Seiten ausmacht. In dem Punkt selber ist nichts. Deine Information ist als Ding an sich eigentlich nichts. Jetzt denk an die Erdkugel. An was denkst du dann eigentlich? Was ist dann eigentlich in dir drin? Jetzt müsste man zuerst festlegen, was bist du selbst? Bist du das Gehirn? Jetzt kannst du dich als Gehirn denken und dann frag dich einmal, was da drin ist, wenn du an eine Erdkugel denkst. Ja, irgendeine neurologische Information. Das ist alles geistlos nachgeäfft. Es ist neurologisch, krankhaft, so zu denken. In einer Phase seiner Wandlungen muss er aus der Sphäre des Nicht-Erkennbaren in die Sphäre der Erscheinung treten. Ja. Ist doch genial, oder? Ja. Du bist, du Geist, der du uns jetzt ausdenkst, alles ausdenkst, was du dir ausdenkst. Du bist im Jenseits in einer Sphäre des Nicht-Erkennbaren. Du kannst jetzt sagen, ich bin ein träumender Geist oder ich bin dieser Körper, egal was, Holo-Feeling heißt, du bist alles, was du dir denkst, aber nichts davon, weil alles, was du dir denkst, ist Existierendes, das aus dir selbst auftaucht und wieder verschwindet, wenn du es nicht denkst. Es wird jetzt auftauchen und es wird jetzt wieder vernichtet, ausgetauscht mit den neuen Gedanken. Ein ewiges Spiel im ewigen Hier und Jetzt. Was meinst du, was das Leben vollkommen neu wird? Wenn du das einmal akzeptierst, ich sage jetzt extra akzeptieren, weil nämlich das Tier, wo ich immer hinweise, der Affe, den kann man nämlich gespiegelt lesen. Und was kriegt man dann? Halt. Tier. Gibt es nicht. Spiegeln wir das einmal rückwärts, dann beginnt es nämlich mit 3,
Der Kopf des Schöpfergottes. Jetzt hast du dein Schauspiel, weil du der Spiegel bist. Reihe T. Du sahst, du siehst. Was siehst du? Du siehst deine Erscheinungen. Im Spiegel, im Kopf des Schöpfergottes. Wir können das Tier nämlich auch rot machen. Der Kopf des Schöpfers ist das göttlich immer Daseinende. Und die Berechnung ist die Schöpfung deines Intellekts, einer intellektuellen Erscheinung. Wir spiegeln das. Jetzt haben wir das immer absolut Daseinende, gottgöttliche Schöpferkopf. Und die erscheinende intellektuelle Schöpfung ist eine Berechnung. Siehst du, wir können auch das Tier rot machen. Da haben wir übrigens, wenn du hinten reingehst, die 600 ist das Endmem und das ist das Nichts. Atbaschwerke, Spiegel 444. Müsste ich jetzt drauf reingehen, dann haben wir Pyramidenwert ist 18, 18 ist Ich und 32 ist Leben, ist das Leben. Das Herz, rot gelesen. Ja. Notwendig, sodass unser Auge ihn wahrzunehmen vermag, unser Verstand. Das Auge nimmt nichts wahr, das Auge ist schon ein Gedanke, dein Verstand ist ein Programm. Aber gleichzeitig seine sublime Herkunft erfasst. Der Verstand muss seine eigene Herkunft erfassen. Wenn ich mich jetzt als Verstand sehe oder ein Produkt meines Verstandes, als Trockennasenaffe, ich bin ja nur Trockennasenaffe, weil das Programm in mir ist, ich muss wissen, was ist der Computer? Berechnungsführer selber. Immer dieses Spiel, wo ich gerade mit dem Tier gemacht habe, spiegeln, rot-blau lesen. Da aus ihm eine so reale, noch greifbare Welt aufgebaut worden ist. Aus dem Verstand, aus dem Programm, in Verbindung mit einer VR-Brille, kannst du eine vollkommen reale Welt aufbauen in dir. Schau dir jetzige Filme an, wenn ich immer wieder sage, es ist ein Großteil der meisten Kinofilme, ist jetzt normal mit deinem Wissen gedacht, das ist nur computergeneriert. Du siehst keinen Unterschied mehr zu angeblichen Originalaufnahmen. All das hält dich ja in dem Gefängnis fest. Es ist auch in der Vergangenheit nichts passiert. Auch diese Aufnahme wurde nicht in der Vergangenheit gemacht. Was auftaucht, kann immer nur jetzt auftauchen, hier und jetzt in deinem Kopf. Und alles, was nicht auftaucht, ist trotzdem da. Entweder im Arbeitsspeicher oder auf der Festplatte. Wenn es ein Arbeitsspeicher ist, könntest du es zu einer Information machen. Und wenn es auf der Festplatte ist, musst du halt in den Arbeitsspeicher das reinladen. Weißenburg-Vortrag anschauen mit dem großen Split. Screen. Muss er, selbst wenn er dem Auge nicht erkennbar ist, in seinen Wirkungen deutlich zu verspüren sein. Jetzt kommen sehr interessante, einfache, fast könnte man sagen, logische Überlegungen. Das ist aber alles, es bleibt das Wesentliche. Er muss das da mal ansprechen, dass es Informationen sind, dass da aus nichts gibt. Er müsste das erste und das zweite Gebot halten. All das ist in tausenden von Büchern durchgekaut, aber die letztendliche Konsequenz von Holofeeling, die wirklich letztendliche Konsequenz, wird nicht angesprochen. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist ein Gott, zumindest für die Welt, die du dir ausdenkst. Und hör auf, dich mit irgendeinem Gedanken zu verwechseln. Das bedeutet Holofeeling. Das wirst du immer wieder wiederholen. Jede kleine Selbstgespräch, die ganzen Selbstgespräche sind ein Kleinod. Es geht nur durch dieses ständige Wiederholen, bis sich das in dir setzt. Und da geht es nicht um die Menschen, die du dir ausdenkst. Das sind natürlich auch wieder, wenn ich immer sage, als Udo, geh mir die Menschen, die du dir ausdenkst, vollkommen am Arsch vorbei. Wer mir nicht am Arsch vorbeigeht, Arsch ist natürlich immer wieder, das Wort löst in dir wieder was aus. Es heißt definitiv, ich sage, wenn ich rede jetzt zu dem Geist, der uns ausdenkt. Wir sind jetzt als ausgedachte Figuren in deinem Kopf, ob ich jetzt sage, ich bin der Udo, ich bin die Ritter oder ich bin der, der vom Computer sitzt. Das sind vergängliche Erscheinungen. Da gibt es nichts zu retten. Es gibt nichts zu retten. Was ist das verbindende Parameter, der Geist, der uns jetzt ausdenkt? Zu dem spreche ich. Ich spreche zu Geist, ich spreche nicht zu Ohren. Deine Ohren existieren nur, wenn du sie denkst. Deine Augen existieren nur, wenn du sie denkst. Dein Gehirn existiert nur, wenn du es denkst. Zu glauben, dass du ein Gedanke von dir bist, dass dieser Gedanke Gehirn, der Körper auch dann da sein muss, wenn du nicht dran denkst, weil sonst wird es mich ja nicht geben. Wiederhol den Satz immer wieder. Hör dir das an, wie geistlos das ist. Und du wirst jetzt feststellen, dass alle Menschen um dich herum das glauben. Und ich werde dir sagen, wieso, weil du das glaubst. Du musst dich um die Menschen, die du dir ausdenkst, nicht kümmern. Kümmere dich zuerst einmal um dich selbst. Das ist jetzt der positive Egoismus. Rot gelesen.
Gott zum größten Egoisten, den es überhaupt gibt. Rot gelesen. Dann ist es aber wichtig, dass die Verantwortung übernimmst für alles, was du dir ausdenkst. Du bist schuld an allen Kriegen, am Zweiten Weltkrieg. Du bist schuld an allen. Aber all die Sachen können immer nur hier und jetzt denken, existieren, wenn du sie denkst. Was ist ein nicht gedachter Gedanke? Was ist ein nicht gedachter Krieg? Was ist ein nicht gedachter Körper? Ein Nichts, ein absolutes Nichts, eine Seinsmöglichkeit von unendlich vielen Seinsmöglichkeiten, die aus dir entspringen. Und wenn du genau zuhörst, wirklich zuerst und zu verstehen beginnst. Wir machen hier keine geistlos nachgeäffte dogmatische Religion mit Vergangenheit, mit Wundern, mit einem ausgedachten Gott. Wir machen kein esoterisches Geschwätz von Heiligkeit und wir sind ja alle Funken, wir sind ja alle so schön und dann hier schauen, keine Tiere mehr töten und so weiter und so fort. Gott hat einen riesengroßen Scheißdreck erschaffen, weil er Tiere erschaffen hat, die andere Tiere auffressen. Das ist eine ungerechte Welt. Das ist doch alles geistlos nachgeäffte Vorstellungswelten. Es ist eine vollkommene, eine heile Welt, die nur aus roter Liebe besteht, die ich erschaffen habe. Die Welt, die du erschaffst, ist ein Tohuwabohu. Das ist Sodom und Gomorra. Absolut Sodom und Gomorra. Ich habe im letzten Satz gesagt, diese Figuren, die du dir ausdenkst, die große geistlose Masse, lass die Toten ihre Toten begraben. So viele lebende Tote. Programme, geistlose KIs. Meine Samenfädchen, jeder dieser Menschen ist ein Samenfädchen. Er hätte prinzipiell die Möglichkeit, zu einem Gott zu werden. Er müsste aber wie das Samenfädchen nach einem AI suchen, nach einem Schöpfergott suchen, in sich selber. Nicht der ausgedachte Gott im Himmel oben. Wer ist der Schöpfergott für eine Traumwelt? Doch das ist einmal der, der träumt. Und wer hat den erschaffen? Der, der sich den träumenden Geist ausdenkt. Jetzt fängst du an, nach dir selber zu suchen. Und dann wirst du irgendwann einmal begreifen, dass du ich bist. Und ich sage jetzt wieder, ich ist nicht der Gedanke Udo. Sondern ich ist der, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Und der sich die Ritter ausdenkt. Und der sich selbst ausdenkt, wenn er sich als Trockennasenaffen denkt. Bist du schon ich? Oder bist du hauptsächlich noch dieser Affe, an den du denkst, wenn du an dich denkst? Und alles, was du weißt, nur geistlos nachäffst und rezitierst, wieder blau gelesen. So wie der jetzt gerade eben uns auch gedacht hat. Aber kann der anders sein, wie wir ihn jetzt träumen? Kann der träumende Geist was anders träumen, wie dass er träumen muss? Und wenn ich jetzt weiß, dass der Traum maßgeschneidert ist, um dich in die höheren Sphären, in dieses Jenseits zu führen, in diese Welt des Ewigen, des nicht mehr Denkbaren, das zwangsläufig die Ursache ist für das Gedachte, für das Ausgedachte. Die Creatio ex nihilo. Das ist also gebende, laufen die anderen schuld, wie oft erzähle ich die Frage nach, wer ist schuld, dein Ego wird dir das beantworten, wer schuld ist, immer, egal um was es geht, du suchst immer, wer ist schuld, warum ist jetzt das so, warum ist jetzt das so, cut, weil du dir es jetzt denkst. Es ist genauso, wie du es denkst, es ist, weil du es denkst und es ist so, wie du es denkst, auch Corona, wo war jetzt die ganze Zeit Corona? Ein nicht gedachter Gedanke. Weißt du, wie gut es Menschen geht, die du nicht denkst? Weißt du, wie gut es deinem Körper geht, wenn du nicht an deinen Körper denkst? Das nenne ich Heiligkeit. Aber es wird in Bezug auf Einzelaspekte wird es unheimlich langweilig. Und zwar freudig, dass du denken kannst, aber mach das bewusst. Spiel auch verschiedene Rollen bewusst. Ich sage immer wieder, deine Rolle spielt die ganz normal weiter, egal welche Rolle du spielst. Aber begreife, dass du nicht diese Figur, dieser Avatar bist auf der Bühne deines ausgedachten Lebens. Das ist die große Erkenntnis. Mach dir kein Bild von Gott. Jetzt lass mal gut sein. Danke. Für was? Danke. Jetzt hoffe ich, dass ich jetzt das richtig abschalte. Ja. Da muss ich jetzt durch.